Die Botschaft, glaube ich, ist, dass wir ein bisschen den Menschen da draußen auch wieder zeigen können, dass wir uns nicht nur streiten, das können wir ja auch, das wissen wir als Piraten, das ist auch manchmal sehr gut, aber wir können auch programmatisch arbeiten und deswegen sollten wir uns jetzt auf Themen konzentrieren und vor allen Dingen aber nicht auf Themen unter uns selbst, sondern die auch zu vermitteln an die Leute. Und viel mehr kann ich eigentlich dazu nicht sagen. Da müssen wir einfach schauen, dass wir das möglichst effizient hinkriegen und uns untereinander abstimmen. Und deswegen sind wir ja wahrscheinlich unter anderem auch hier, denke ich mal. Das war's auch schon, denke ich mal. Kannst du so ein bisschen auf ganzen Struktur, wie ihr organisiert seid, wie der Wahlkampf, die Wahlkampfstruktur, Organisation NRW aussieht? Ja, ganz grob. Ich weiß nicht, Christina, hattest du schon was gesagt zu dem großen Konzept? Sonst reiße ich das kurz an. Christina ist ja unsere Wahlkampfkoordinatorin des Landesverbands. Wer Fragen hat, kann sich einfach an sie wenden. Sie hat so ein dreiköpfiges Team sozusagen. Sie ist Teil eines vierköpfigen Teams. Wir haben eine Wahlkampfzentrale in Düsseldorf mit dem schönen Namen Berti. Auf Twitter @berti149, glaube ich, könnt ihr alle followen, dann seht ihr immer, wer da was sagt. Das liegt an der Straße, das heißt so Bertiusstraße oder irgend sowas, die Straße, wo das ist. Das ist ein Konzept, was der Landesverband NRW als sehr positiv aus dem damaligen Landtagswahlkampf mitgenommen hat, der ja sehr gut funktioniert hat damals. Das war damals, glaube ich, in Essen, jetzt ist es halt in Düsseldorf. Eine zentrale Anlaufstelle, die möglichst auch besetzt ist mit Leuten, eben Orga, Termine und all so ein Krams, wo sich Leute auch in Schichtpläne einteilen können und wo man eben auch tatsächlich hinfahren kann. Düsseldorf ist natürlich sehr schön, weil es auch Medienstandort NRW ist. Das heißt, man kann auch gucken, dass man da so ein bisschen andockt, vielleicht an die NRW-Medien. Und von da aus verteilen wir auch an die Kandidaten letztendlich. Also das ist einfach eine Kommunikationszentrale und gleichzeitig auch physisch eine Zentrale, nicht nur virtuell. Ja, wir haben ein Wahlkampfkoordinatorenteam von, wie gesagt, 4 Personen, von denen Christina hier ist. Wir haben Listenkandidaten, sowohl die im engeren Sinne vorderen Listenkandidaten, als natürlich auch die ganze Liste, die sich untereinander abstimmt. Da war gestern eben in Essen nochmal ein Treffen. Und wir haben eine Presseeinheit, das nennt sich bei uns AGÖA, Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit. Der Landesvorstand wird heute neu gewählt. Da kann ich auch nichts zu sagen, müssen wir auch nicht unbedingt, das geht seinen Gang. Beantwortet das grob die Frage oder gibt es noch andere Fragen? Ja? Richtig, die Landtagsfraktion habe ich vergessen. Ja, die Landtagsfraktion ist natürlich für uns sehr, sehr wichtig. Die hat ein extrem hohes Gewicht. Wir haben ja 20 Leute im Landtag und der Landtag NRW ist ja auch nicht irgendwas, muss man ja auch dazu sagen. Die sind jetzt schon ein bisschen länger dabei, haben natürlich zum Beispiel auch einen eigenen Pressemenschen und sowas, sind aber tatsächlich auch sehr eng mit dem Landesverband verflochten. Das liegt natürlich daran, dass Düsseldorf wie gesagt, auch unsere Wahlkampfzentrale ist, glaube ich, zu Fuß eine Viertelstunde oder 20 Minuten vom Landtag entfernt. Die Personen sind zum Teil natürlich sehr gut bekannt miteinander und sowas. Das wird also schon sich verflechten. Man kann es nicht sehr eng, nicht zu eng machen. Da gibt es natürlich auch sowohl rechtliche wie auch faktische und andere Einschränkungen, wie man da machen kann. Aber die Abstimmung untereinander ist, glaube ich, ziemlich gut gesichert, allein eben dadurch, dass die Wahlkampfzentrale da ist. Insbesondere ist es so, dass der damalige, einer der führenden Wahlkampfverantwortlichen für den Landtagswahlkampf, der Lukas Lammler, hat das damals, glaube ich, sehr führend gemacht. Der ist auch jetzt im Landtag als Abgeordneter. Der kann also seine Erfahrungen auch einbringen und andere Leute sind entweder da auch aus dem alten Wahlkampf noch Mitarbeiter und bringen ihre Erfahrungen natürlich da auch ein, wenn sie können. Also wir haben die sozusagen, versuchen die möglichst anzudocken. Ja, also ich... Ja, danke euch. Super, Jens, vielen Dank. So, jetzt Anita mit der Vorstellung des Pressekonzepts. So, weil ich erstmal davon ausgehe,
dass noch nicht jeder von euch mit der Bundespresse so viel zu tun hatte. Nur ein Grobblick, ist nicht mehr ganz aktuell das Organigramm, aber eine Grobvorstellung gibt es halt doch, wie wir halt aufgebaut sind. Die Bundespressesprecher sind natürlich dem Vorstand untergeordnet. Dann gibt es die Servicegruppe Presse. Die Veränderung im Kürze halt, die Servicegruppe Presse ist jetzt nicht irgendwie mehr so drunter, sondern kann man sich eher so parallel zum Bundespressesprecherteam vorstellen. Die große Unterscheidung, die SG Presse ist euer Ansprechpartner für Pressemitteilungen, PR-Texte, Pressetexte im weitesten Sinne. Das macht die Martina Flasch jetzt als SG Presseleitung und der Thomas Gaul in Vertretung. Das Bundespressesprecherteam ist für alles zuständig, was den direkten Kontakt mit Presse betrifft. Das nur so als grober Einblick, wie das insgesamt bei uns ist. So, jetzt bräuchte ich mal meine Folien. Jan, kannst du gerade mal helfen, wie ich irgendwie wieder aus diesem Ding hier rauskomme? Ja, genau. Also das Organigramm gibt es auch im Wiki halt, wie gesagt, kann man sich auch in Ruhe anschauen. Muss ich mal aktualisieren. Genau. So. Was ich als, oder was die Pressesprecher, der Andreas Burg, ist ja mein Stellvertreter, bieten können. Wir haben für euch, das haben wir jetzt aufgebaut, das läuft derzeit noch im Google-System. Möglicherweise wird es auf eine andere iCloud-Lösung demnächst umgestellt, aber es gibt einen Terminkalender mit bundespolitisch relevanten Terminen, der in der letzten Zeit aufgebaut wurde. Manche von euch sind durch die Pressearbeit vielleicht schon darauf zugeschaltet. Bei anderen habe ich es jetzt aber noch nicht geschafft. Ich werde euch einen Zugang verschaffen, dass ihr einfach auch ein bisschen seht, was läuft gerade einfach auf Bundesebene halt. Wann sind Sitzungswochen, wann ist vielleicht auch EU-Parlament, das geht dann nochmal weiter. Wann sind wichtige Jahrestage, alles Mögliche, was dann irgendwie auf Bundes... Wann sind auch die Parteitage von irgendwelchen anderen Parteien und so weiter. Das ist einfach so ein grober Überblick, den ich mal für die Pressestelle aufgebaut habe, dass wir halt einfach auch mal in eine proaktive Pressearbeit halt reinkommen können und Sachen halt längerfristiger sehen, auch eine Abschätzung zu machen, was wird in der Medienberichterstattung letztendlich auch wichtig halt. Dass man einfach nicht nur tagesaktuell halt plötzlich mit irgendwelchen Dingen konfrontiert wird, sondern halt auch ein bisschen länger weiß halt, was auf einen zukommt. Das ist für euch auch wichtig, zum einen einfach, um zu wissen, was läuft. Zum Zweiten, wenn ihr halt Dinge plant, Dinge machen wollt, dass ihr einfach da nochmal einen Input kriegt, und wisst, okay, müsst ihr rechtzeitig auf uns zukommen. Genau, ihr könnt mir gerne auch immer Termine zuliefern, aber das ist dann im zweiten Teil. Was die Pressesprecher machen, wir haben natürlich einen direkten Kontakt zu den Journalisten halt, wenn es besondere Wünsche gibt. Natürlich, wir versuchen von uns aus halt auch natürlich nach Themen und so weiter halt selber Dinge zu platzieren, da kommen wir dann auf euch zu. Aber ihr könnt natürlich selber halt von euch kommen und sagen halt, da ist... Ich habe einmal einen Wunsch oder ich habe vielleicht sogar ein bestimmtes Medium. Ich würde gerne halt, oder ich habe ein bestimmtes Thema, ich möchte gerne mal drüber sprechen. Dann könnt ihr auf mich zukommen und wir gucken mal halt, wo wir das gut platzieren können, was auch geschickt wäre. Und dass wir das dann organisieren und dass ich dann auch den Pressekontakt herstelle. Genau, wichtigste Einschränkung. Bei mir, wenn ich von mir spreche, dann spreche ich von bundespolitisch relevanter, also Bundesmedien. Alles, was Landespresse ist, ist Landespresse. Was Kreispresse ist, ist in den Kreisteams aufgehangen. Das ist aber vielleicht ganz wichtig zur Erklärung. Die Bundespressestelle kümmert sich um die bundespolitischen Medienkontakte. Ihr müsst auch selber halt in eurer Arbeit immer unterscheiden, was ist mein Thema gerade. Ist es ein Landesthema, dann gehe ich zur Landespresse. Ist es ein Bundesthema, gehe ich zur Bundespresse. Oder halt vielleicht auch erstmal zur Landespresse und die kann es mit uns kommunizieren. Wie gesagt, dass da einfach immer die Abgrenzung halt einfach klar ist. Genau, gezielte Platzierung von O-Tönen, Kommentaren, Artikeln. Das trifft, ist ähnlich wie Interviews, aber es sind ja immer Möglichkeiten, dass man jetzt nicht nur Pressemitteilungen über große Verteiler verschickt, sondern auch sagt, halt, man hat vielleicht irgendwie bestimmte Sachen, die jetzt nicht unbedingt groß für eine Pressemitteilung sich eignet, die man halt irgendwie gezielt platziert. Genau, da bei dem Punkt geht es halt auch schon ein bisschen Schnittbereich mit Pressemitteilungen, Pressestatements. Wir gehen in den Bundestagswahlkampf und wir müssen natürlich vermeiden, dass wir jeden Tag halt irgendwie 10 oder 12 oder 20 Statements über den Verteiler schicken. Das geht nicht. Wir müssen priorisieren. Und da
denke ich halt, das ist meine Ansicht halt, die SG Presse muss sich auch mal priorisieren, dass wir natürlich da mal gucken müssen, wie wichtig ist das Thema, über was ich jetzt irgendwie ein Statement machen will und wie groß ist die Leserschaft. Also wie viele Wähler interessiert es halt. Das sind auf jeden Fall Sachen, die halt sehr geeignet sind, dafür halt das auch über einen großen Verteiler zu schicken. Dann gibt es aber vielleicht so Sachen, die eher so ein Spezialthema sind. Die hat vielleicht nur eine kleinere Zielgruppe. Da denke ich zum Beispiel an so Bruno, VG Wort oder so, wo man sagt, okay, das ist vielleicht noch nicht ganz für alle bundespolitischen Medien auf unserem Verteiler irgendwie interessant, sondern vielleicht nur für spezielle. So, dass man dann vielleicht sagt, okay, man sucht sich da halt ein Key-Medium halt aus und tritt an das gezielt ran und sagt halt hier, da und da das wichtige Thema. Wir würden gerne ein Interview haben, wir würden gerne O-Ton haben, platzieren, wir würden gerne dies oder jenes. Also wir müssen da halt nochmal das Zusammenspiel koordinieren. Wir müssen auf jeden Fall vermeiden, dass wir halt irgendwie 20 willkürliche Statements jeden Tag über den Verteiler schicken, sondern da einfach gucken, dass wir die Themen schon unterkriegen, die uns wichtig sind und da halt einfach ein bisschen priorisieren und wie finden wir den jeweiligen Weg. Da am besten auch auf die Pressestelle zukommen. Am wichtigsten halt wegen Single Point of Failures, die immer wichtig sind. Am besten wichtige Themen immer halt an die SG Presseleitung und an mich halt, wenn ihr irgendeine Mail schickt. Dann nicht immer unbedingt nur an mich, sondern setzt am besten halt irgendwie meinen Vertreter, den Andreas Burg mit drauf, setzt auch die Martina und den Thomas drauf. Dann kommt es bei 4 Leuten parallel an und alle sind halt irgendwie zumindest schon mal vorinformiert, dass da was kommt. Genau, Presseveranstaltung jeder Art. Nach dem Kandidatentreffen würde ich gerne halt irgendwie auch aktiver halt nicht nur große Prekars machen, sondern auch Presserunden, vielleicht zu thematischen Sachen. Da müssen wir mit der Strategie nochmal besprechen, was wir jetzt wie machen und wie die Themenplanung insgesamt ist. Aber dass wir natürlich jetzt mal rausgegriffen drohen oder wie auch immer, was jetzt eben wirklich relevant ist, wo man sagt, okay, das ist halt ein großer Impact für uns, ein großer medialer Impact und da machen wir jetzt mal halt nicht nur eine PM zu, sondern machen halt eine größere Presserunde mit Kandidaten, die in dem Schwerpunktbereich sind. Das sind Dinge, die halt über die Pressestelle halt, also über Pressesprecher organisiert werden. Wordings, Stichwort Schublade. Manche kennen das halt von euch schon. Wir müssen natürlich in Zusammenarbeit mit der Strategie nochmal festlegen, halt, welche Themen wirklich ganz, ganz wichtig sind, wo müssen wir wirklich alle vorbereitet sein. Da würde ich gerne halt auch so Wordings entwickeln, dass halt, wenn Kandidaten in bestimmte Gespräche halt reingehen. Zum Beispiel, wir hatten es jetzt schon mit Bestandsdatenauskunft oder halt der Sven hat das letzte mit Antiterrordatei, dass nicht jeder halt sich immer irgendwie unbedingt halt nochmal selber ransetzen muss, sondern dass man halt irgendwie auch ein gewisses Wording hat, was man immer schrittweise zu einer Debatte auch weiterentwickeln kann. Da muss man uns natürlich auch konzentrieren. Wir können nicht zu jedem x-beliebigen Thema auf dieser Welt irgendwie Dinge machen. Das müssen wir dann einfach halt, dass wir zu den wichtigsten Debatten, die wir oder die wichtigsten Punkte, wo wir halt reingehen wollen, dass wir da halt ein Element finden, was dann auch so ein bisschen Einheitlichkeit schafft oder halt irgendwie einen Haltpunkt halt für alle hat. Wir müssen einfach vermeiden, dass Kandidaten in ein Gespräch gehen und dann halt irgendwie ein parteipolitisches Thema, was halt vielleicht nicht das spezielle Thema von dem Kandidaten ist, aber halt irgendwie von der Gesamtstrategie her ein wichtiges Thema und dann wird dazu gefragt, Bestandsdatenauskunft, was wollen Sie da eigentlich? So, und dann sagt der Kandidat, weiß ich nicht, ich kann Ihnen was über Grundeinkommen erzählen. Das sind Sachen halt, die nicht so gut sind. Deswegen muss man halt immer gucken, dass man halt auch eine gewisse Vorbereitung hat oder schnell zugreifen kann. Medienbriefings. Genau, das Angebot halt besteht. Da muss ich halt, wie gesagt, ich habe ein paar Leute, die halt sich auch bereit erklärt haben, halt bei so einem Ding halt zu helfen. Wenn ihr halt vor allen Dingen das betrifft, halt irgendwie TV-Auftritte etc. Da gibt es ja einige Leute, die auch Medientrainings machen. Da müssen wir uns aber zusammenschließen. Auf jeden Fall halt irgendwie Anlaufstelle, halt, wenn ihr Bedarf habt. Nach einem Medienbriefing halt dann nochmal speziell, man könnte da gerne kommen. Ihr könnt es aber gerne auch mit euren Presseteams koordinieren. Das müsst ihr dann selber entscheiden. Das ist ein Angebot, wie ihr das wahrnehmt, müsst ihr dann entscheiden. Krisenkommunikation. Für mich ist es natürlich zentral wichtig, halt, dass wenn irgendwas passiert, so, mit euch als Kandidaten, wir hatten das Beispiel jetzt auf letzterem Bundespressetreffen, halt, ihr kommt irgendwie in die Verkehrskontrolle. So. Und dann ist es natürlich irgendwie als Kandidat ist eine Relevanz da halt, irgendwie, dass es eben thematisch halt, irgendwie, wenn es halt bekannt wird, halt irgendwie auch ein kleines Gate werden kann. In den Fällen ist es wirklich wichtig, dass ihr eure Landespresseteams informiert und dass ihr auch die Bundespresse informiert, dass da was ist. Also sprich, dann Krisenkommunikation, Krisenhandling. Das müssen wir mit den Landespresseteams dann auch nochmal koordinieren. Alles, was auf einer Landesebene irgendwie sich bewegt,
also was ein landespolitisches Thema ist. Ich meine, gute Verkehrskontrolle ist halt eben auch bundespolitisch. Aber es gibt ja immer so ein bisschen, bei unseren Krisen immer so Unterscheidung, ist es halt eher so eine Landessache halt, dann ist es eine Sache halt, dann übernimmt das Handling halt eher die Landespresseteams halt. Und die koordinieren sich mit uns, wenn sie halt sehen, okay, das könnte auch einen bundespolitischen Impact kriegen. Wenn ihr seht, das ist ein bundespolitischer Impact, dann sind einfach wirklich beide Pressestellen relevant. Und wirklich auch Nutzen halt, es gibt ja inzwischen bei uns halt in den Presseteams, jetzt nicht auf der Bundesebene, sondern auch in den Landespresseteams, durchaus so einige Erfahrungen halt, versucht es nicht irgendwie in eigener Hand zu lösen, sondern halt sprecht euch mit den Leuten halt, also schließt euch mit den Leuten kurz. Genau, wie gesagt, Gesamtstruktur halt, das ist ganz wichtig halt. Für die Bundesebene werden wahrscheinlich, also ich werde natürlich nicht mit den ganzen Listenkandidaten arbeiten. Für die bundespolitische Presse sind Listenplatz 1, 2, maximal 3 relevant. Das sind so die zentralen Leute, mit denen ich dann auch wahrscheinlich arbeiten werde. Die Gesamtlisten der Länder sind für die Länder relevant. Das ist irgendwie wirklich, und da müsst ihr sehen, halt, dass die Gesamtliste halt, und die Kommunikation und die ja, Kandidatenplatzierung etc. halt mit den Landespresseteams für die Landesmedien halt macht. Das ist ja aber, geht ja ineinander halt. Ne? Welche Presse interessiert sich für welches Thema? Und ja, ist halt so. Und genau, dass das dann halt irgendwie auch wirklich immer verzahnt ist. Wie gesagt, wir werden halt uns mit den Landespresseteams uns auch vernetzen, dass da die Kommunikation halt stimmt, aber dass ihr halt immer wisst, mit welchem Thema gehe ich wohin. Also genau, das ist wichtig. Was ich von euch brauche, jeder Kandidat, ich weiß nicht, wie euch jeder wird sich anders organisieren, ich brauche aber auf jeden Fall jemanden, der die Funktionen eines Presseassistenten, Pressebetreuers wahrnimmt. Ob das wirklich ein einzelner Pressebetreuer von einzelnen Kandidaten ist oder ob der Wahlkampfbetreuer die Pressebetreuung mitmacht oder ob sich verschiedene Kandidaten zusammenschließen und einen Pressebetreuer haben, ist mir völlig egal. Ich brauche vor allen Dingen für die oberen Listenplätze halt einen Ansprechpartner, wo ich weiß, ich will mit der Sandra Tietke sprechen, da muss ich wissen, zu wem gehe ich. Und wenn es der gleiche ist wie bei der beim Jan oder bei sonst was, ist mir das völlig egal, aber ich muss wissen halt, wer, ich möchte mit dem Kandidaten Kontakt aufnehmen und wer ist da der Presseassistent. Presseanfragen, Terminkoordinierung, das machen wir mit Bundesvorständen halt eben auch so, da haben wir auch das Presseassistentensystem. Wir müssen unsere Arbeit halt entlasten, vor allen Dingen mit so Dingen halt. Wenn ich eine Presseanfrage reinkriege, halt, die Taz möchte mit Anke Domscheit-Berger ein Interview führen, dann heißt das nicht, dass ich den Termin auskasper mit der Anke, sondern dann schiebe ich diesen Termin rüber zu ihrer Presseassistentin. Und die kaspert dann den Termin mit der Redaktion aus. Diesen Termin schreibt sie in irgendeinen Kalender rein. Und da brauchen wir halt das Thema, wir brauchen eine gemeinsame Kalenderlösung. Ich habe derzeit Arbeit mit Google-Kalendern. Ist vielleicht nicht das Beste, aber es muss wahrscheinlich eine iCloud-Lösung sein. Da gibt es, glaube ich, auch Ideen, da kann der Markus auch was sagen. Aber auf jeden Fall braucht es eine Kalenderlösung, wo ich dann wieder halt auch einen Einblick habe, zumindest bei den ersten 3 Listenplätzen, nicht bei allen 1000 Kandidaten, welche Termine bestehen, dass ich halt wieder einen Rücklauf habe. Viele Sachen, das ist natürlich Abschätzung. Ich kann jetzt nicht alles kontrollieren, alles im Blick haben, alles irgendwie machen. Wenn ihr größere Interviews habt, ihr müsst nicht zu jedem Interview halt einzeln Bericht erstatten, solange wir keine vernünftige Lösung dafür haben. Aber wenn ihr Interviews bei größeren Medien irgendwie macht und irgendwelche Besonderheiten sind, dann ist es halt schon gut, eine Notiz zu sprechen. Aber da müssen eure Presseassistenten das für sich halt einschätzen, wann ist es wichtig, halt was rüberzugeben und wann halt nicht. Aber das können wir dann halt nochmal klären, wenn es diese Assistenten gibt. Genau, Expertenprofile. Das hatte ich eben mit der Chris letztens schon besprochen, das würden wir halt eben auch gerne machen. Halt im Laufe des Wochenendes wird es ja nochmal in Richtung Positionierung und so weiter gehen, dass sich Kandidaten mit bestimmten Themen verbinden. Dass wir halt für diese Kandidaten auch so eine Art Expertenprofile halt anbieten, die wir halt den Medien vermitteln können. Wir müssen halt das aufbauen. Ja, ich hatte jetzt auch schon Gespräche mit Presseleuten halt. Das ist halt einfach so immer so eine Funktions... müssen relativ schnell wissen, wen können sie wo ansprechen. Und wenn sie halt vor allen Dingen fachpolitische Themen halt haben. Und da müssen die Leute bekannt sein. Die recherchieren nicht lange im Netz rum. Halt. Gibt es vielleicht den Piraten irgendwen und wer könnte das halt sein? Also das heißt, wir müssen halt euch halt bei den Journalisten verankern, dass wenn die Themen aufploppen, dass sie auch genau wissen halt irgendwie, okay,
ich will ja meine Piraten den haben. Oder der hat auch ein bestimmtes Profil, der hat bestimmte Aussagen. Ich kriege auch vielleicht bestimmte Aussagen von ihm halt. Also die müssen wirklich euch kennenlernen. Das geht halt ein über Expertenprofile. Das geht auch über Redaktionstouren, dass die Leute halt persönlich euch kennenlernen. Es geht natürlich, wenn wir euch auf PKs und Pressegesprächen etc. platzieren. Also auf jeden Fall, wir müssen euch vermitteln. Aber wie gesagt, da ist jetzt auch das Wochenende nochmal spannend. Ich mache ja Positionierungsworkshops etc. Und es wird damit auch mit der Strategie halt einhergehen, dass wir sowas entwickeln. Wenn dann steht, wir brauchen Expertenprofile von denen, mit denen, mit dem, dann brauche ich natürlich eure Inputs. Genau, Wordings hat, wenn Wordings erstellt werden, brauche ich natürlich auch einen fachlichen Input. Wir können nicht alles irgendwie selber recherchieren, macht auch keinen Sinn. Genau, Pressestatements. Nicht erst kommen, wenn ihr sagt, seht, halt, da bahnen sich längerfristig Sachen an und ihr wollt irgendwas machen, dann informiert uns so früh wie möglich. Dann können wir das halt in unsere Workflows halt einbauen, bewerten, mit euch Rücksprache halten. Wenn ein Termin wochenlang bekannt war und ihr kommt erst am Tag davor, dann ist es schlecht, weil dann müssen erst Gespräche geführt werden, wie wird es eingetaktet, wie passt das, passt das irgendwie in die Gesamtplanung etc. Und dann geht es manchmal so lange, dass der gute Zeitpunkt dafür wieder verpasst ist. Klar, tagesaktuelles Geschehen, klar, was heute passiert und erst heute passiert, wenn Steinbrück halt irgendwie heute jetzt erklärt, er ist nicht mehr Kanzlerkandidat, dann wussten wir das natürlich gestern nicht. Das wussten aber auch alle Medienvertreter nicht. Dementsprechend sind es natürlich Sachen halt, die tagesaktuell geschehen. Aber es gibt natürlich Sachen wie bestimmte Sitzungsthemen, also irgendwas, was im Bundestag hat. Das ist ja, da gibt es ja Vorläufe oder Jahrestage und etc. pp. Da ist es halt mal wichtig, dass die Sachen am besten 2 Tage vorher in der Redaktion liegen, also dementsprechend immer mit Vorläufen einplanen. Das ist halt, es hilft nichts, weil wir haben ja was zugesagt, wenn es halt irgendwie nicht in den Medienfluss passt. Genau, koordiniertes Vorgehen im Zusammenspiel Landespresse, Bundespresse hatte ich jetzt schon mal. Wirklich, es gibt Redakteure, interessieren sich halt nicht für alles. Halt. Die bundespolitischen Redakteure interessieren sich für bundespolitische Themen, die Landesredakteure für Landesthemen. Dementsprechend wird es bearbeitet und das müsst ihr irgendwie einhalten. Halt. Deswegen geht immer zu den richtigen Stellen für eure Themen. Mir wäre wichtig, halt, sofern noch nicht geschehen. Ich kann euch jetzt nicht eine große Erklärung, eine große Einführung in die Medienmechanismen und wie eine Presse, wie eine Redaktion funktioniert und so weiter geben. Versucht, geht auf eure Landespresseteams zu, fragt nochmal nach Presseschulungen. Dass ihr halt grundlegend auch wisst, wie so Medien arbeiten, was die brauchen, wie die funktionieren. Das sind Sachen, die können wir nicht auf Bundesebene abfeiern. Das ist irgendwie auch, glaube ich, da es auch wirklich persönliche Seminare sind, ist wahrscheinlich besser, mit den Landespresseteams zu sprechen, dass die sowas machen. Medienschulungen, TV, Kamera, Auftritte etc. Da gibt es ja zum Beispiel Ursula, ich glaube, es gibt jetzt auch inzwischen mehr. Es gibt Leute bei den Piraten, hat einige Leute, die sowas machen. Sofern noch nicht geschehen, ladet euch die Leute ein und lasst euch nochmal trainieren. Genau, und nochmal halt wirklich starkes Thema. Alles, was für euch persönlich wichtig ist, muss es für einen Medienvertreter noch lange nicht sein. Also wirklich, beziehungsweise bestimmte Themen, die halt vielleicht wichtig sind, sind Medienvertreter, ist die Relevanz bei den Medienvertretern noch gar nicht so gewachsen. Also da, aber wie gesagt, entwickelt halt irgendwie für euch ein Bewusstsein für Themen, aber das fällt auch im Bereich Presseschulung. Das sind so Dinge, das sind klassische Themen für Presseschulung, die ich jetzt ja nicht machen kann. Genau. Habt ihr jetzt spezielle Fragen von euch oder bestimmte Wünsche oder wo ihr sagt, okay, das sind Sachen, die euch zentral wichtig sind, die ihr machen wollt, die ihr braucht von uns? Der Presseassistent koordiniert Termine. Er macht Termine. Also wenn eine Presseanfrage, wie gesagt, eingeht, ob das jetzt nur auf der Landesebene ist oder ob das von mir aus kommt, er macht den Termin mit dem Medium. Ein Medium möchte ein Interview haben oder ein Gespräch oder ein irgendwas. Vielleicht will es auch nur einen O-Ton haben. Darum kümmert sich der Presseassistent. Er nimmt den Kontakt mit dem Kontakt zum Medium halt auf und vereinbart den Termin. Macht den Termin für euch. Also das sind Sachen halt, und macht die Absprache, begleitet euch vielleicht. Wenn es auf Landesebene ist, begleitet euch. Wenn es klar irgendwie
beziehungsweise halt irgendwie, wenn ihr Telefoninterviews macht, macht vielleicht Telcos oder so, macht Telefonschaltungen, dass er das mitbetreut, der euch auch berät. Also es muss auch jemand sein, der halt presseerfahren ist, also der das jetzt nicht ab ersten Tag macht, sondern der halt eine gewisse Erfahrung. Sucht euch bei euch Leute, die halt eine gewisse Erfahrung haben schon in Pressearbeit, die euch auch betreuen können, die auch Feedbacks geben können zu Gesprächen. Das sind alles Sachen, die können wir halt in der Masse halt auf Bundesebene nicht tun. Die einfach wirklich halt so eine kontinuierliche Betreuung bei euch an der Seite halt irgendwie machen, halt für das alltägliche Geschäft. Und das sind die Sachen. Gerade zu dem Punkt, inwieweit müssen die sich mit euch oder sollen die sich mit euch absprechen, wenn man jetzt zum Beispiel proaktive Pressearbeit macht? Sind die nur dafür da, erreichbar zu sein? Oder kann man wirklich dann, wenn du sagst, beraten, dann auch eine eigene Idee entwickeln, dass man sagt, wir machen jetzt vielleicht mal ein Thema? Ganz wichtig, proaktive Sachen bitte absprechen. Bitte, also zumindest kommen, sagen, ihr wollt das machen und absprechen, weil einfach im einfachen Grund, ihr seid nicht die Einzigen. Hier sitzen nur einige. Da draußen gibt es ganz viele Direktkandidaten und so weiter. Stell dir mal vor, die gehen halt alle los und machen proaktive Pressearbeit. Und deswegen halt wirklich absprechen, wenn ihr auf bundespolitischer Ebene halt was Besonderes machen wollt. Wenn ihr natürlich im Dialog seid, weil irgendwie durch den Pressekontakt, ein Vertreter wollte schon mal auf euch zu und ihr seid im stetigen Kontakt und der will halt mal wieder was anderes von euch, das sind Sachen, die könnt ihr so fließen lassen. Aber wenn ihr bestimmte Aktionen irgendwo in irgendeiner Form plant, informiert uns, dass wir halt irgendwie nochmal drüber sprechen können und ob das sich irgendwo beißt mit irgendwelchen anderen Dingen. Habt ihr dann eine spezielle Schnittstelle mit dem Wahlkampfstrategieteam und der Presse, dass da ein ganz spezieller Ansprechpartner genau für solche Fragen existiert, der dann sagen kann, das passt jetzt hier nicht rein in die Kampagne? Das sind die Pressesprecher. Das. Du hast gesagt, du machst zugänglich eben Termine, Jahrestage und sowas, dass wir eben auf das Also der ist, beziehungsweise das ist ein Google-Kalender, da werdet ihr drauf freigeschaltet. Irgendwie. Ich glaube, öffentlich geschaltet habe ich ihn jetzt nicht, oder vielleicht ist er sogar öffentlich, aber... Kann das auch Inhalten, Landesverband oder weiter kommunizieren? Ja, ja, irgendwie, ich glaube, der ist sogar... Wie weit die Offenheit laufen soll? Der ist öffentlich, weil da stehen eh nur halt Bundes... Da stehen jetzt keine persönlichen Termine oder irgendwas drin. Also das kann man schon machen. Ich habe eine Frage an euch, an die Kandidaten. Hat jemand von euch überhaupt keinen Zugang zur Landespresse? Das würde ich einfach nur mal wissen, damit man es weiß. Landespresse-Team? Ja, überhaupt keinen. Also er ist gewählt und hat überhaupt keinen Kontakt zur Landespresse, zum Landespresse-Team oder wird gar nicht betreut. Weiß, also ja, es gibt kein Landespresse-Team. Ja. Genau, weil das nicht gesagt wurde. Das muss man ja auch wissen. Man kann ja nicht sagen, ihr wendet euch erst an die Landespresse und dann gibt es da gar nichts. Also das kann man euch ehrlich sagen. Wenn man jetzt toll überzeugt hat, ob eine Aufstellungsversammlung ist, man gewählt worden hat, aber nicht keine andere Sache. Ich würde sagen, es sieht jetzt auch recht dunkel aus, was Zugang zur Presse angeht. Weil das Landespresse-Team nicht aktiv oder nicht in der Lage ist, mit Journalisten zu kommunizieren. Die schicken gar nichts raus, sondern machen. Das ist nicht gut. Ja, ja, aber hast du Zugang oder, also jetzt nicht Arbeit kritisieren, sondern hast du Zugang zu denen? Also weißt du, wen du ansprechen musst? Nein. Okay. Keine Antwort. Die Frage lässt sich schwarz-weiß so nicht beantworten. Wir haben bei uns in Thüringen viele Leute, die ein bisschen was machen. Wir haben einige Leute, die einen Blick drauf haben, was passiert. Wir haben funktionierende Presseverteiler. Wir haben eine Liste, die sich darum kümmert, aber wir haben nicht die Manpower, eine 1:1 intensive Betreuung der Kandidaten zu gewährleisten. Da gibt es einfach die Leute nicht. Entweder man hat da selbst jemanden, mit dem man dann irgendwie was abspricht und organisiert, aber es ist nicht so, als ob das Presseteam groß genug wäre, um einfach da Leute anzustellen, die dann zu betreuen. Das mag irgendwie einigen Landesverbänden möglich sein, aber noch in den kleineren ja nicht. Also, ich würde mich da anschließen. Also, Sie haben ein Presseteam, allerdings Sie haben keinen Presseverantwortlichen und keinen stellvertretenden Presseverantwortlichen. Es gibt Leute, die machen Presse, es gibt Leute, die schreiben Pressemitteilungen, die werden auch rausgeschickt, einigermaßen zeitnah, aber da hört es dann auch schon auf. Aber wie gesagt, die Landespresseteams sollen jetzt auch, ja gut. Ja, aber ich stelle die Frage, weil
wenn ihr keine Struktur habt, auf Landesebene, liegt das alles auf Anita jetzt zukommen? Weil, das frage ich jetzt. Weil ich glaube, das kannst du nicht leisten einfach. Nee. Das ist so, dann will ich nicht leisten, kann ich nicht leisten, ja, möchte ich nicht leisten. Ich habe auch nicht die Zugänge zur Landespresse. Ich habe keine Zugänge zur Landespresse. Dann geht halt der Kontakt zu dir direkt, wenn kein Team da ist. Ihr müsst es organisieren. Achso, ja, ja, dann ja. Ja, klar, wenn ihr ein Bundesthema habt, dann müsst ihr halt dann zu mir kommen, halt, aber. Aber wie gesagt, besorgt euch jeder halt einen Presseassistenten. Das muss ja eh eine Vertrauensperson sein, mit der ihr gut zusammenarbeiten könnt. Das ist ja eng verschweißt. Also ich will nochmal das hessische Presseteam sprechen, weil es gibt schon ein Presseteam, das macht der Christian Buchstein und die Katrin Wilger. Das wäre natürlich schön, wenn wir dann auch mehr Leute und wenn wir mehr Aktivität hätten, aber wir haben grundsätzlich Ansprechpartner in Hessen und es gibt auch regelmäßige Labels, wo wir halt uns einbringen können. Also, dass wir da mehr machen können, stimmt, aber es gibt auf jeden Fall Ansprechpartner, die da sind. Also, dann dringendste Bitte, klärt eure Situation irgendwie auf Landesebene. Egal, wenn ihr Provisorien schafft, aber schafft irgendetwas. Das ist wichtig. Weil, wie gesagt, das sind auch so. Das dürft ihr nicht vergessen, irgendwie, ihr dürft nicht denken, halt irgendwie so, so ein Wahlkampf, da ist ja halt irgendwie ganz wichtig, wenn wir halt auf der bundespolitischen Ebene halt so ganz wichtig und präsent sind. Auf der bundespolitischen Ebene, das ist, wären wahrscheinlich wirklich nicht so viele, ich meine, guckt euch das bei anderen Parteien an, da wären nicht so viele Leute abgenommen werden. Wenn wir 5, 6 Leute platziert kriegen, dann ist das schon viel halt irgendwie. Aber ihr könnt nicht den Anspruch haben, von wegen, dass ihr irgendwie, es wird nicht passieren. Auch wenn wir halt irgendwie uns Kopf stellen, es wird nicht passieren. Deswegen, und das ist auch okay, weil irgendwie die Bundesebene ist die Bundesebene halt irgendwie. Aber eure Wähler, die den Stimmzettel unterschreiben, die sitzen in den Ländern, die sitzen in den Regionen, die sitzen in den Kreisen. Deswegen ist es eh, und die lesen auch so. Die lesen erst ihre Kreiszeitung, dann lesen die Landespresse und dann lesen die Bundespresse. Deswegen ist es sowieso halt, genau, wenn überhaupt. Deswegen ist es für euch in den Ländern und in den Kreisen, egal, also wirklich so von euch, wo ihr herkommt, ist euer wichtigster Point. Und dann halt immer Step weiter. Und ihr müsst in den unteren halt stärker verankert sein. Und wenn ihr oben in der Bundesebene halt auch ankommt, super. Aber ihr dürft nicht andersrum denken. Das wird nicht passieren. Aber auch wenn ich, wie gesagt. Ich habe eine Frage an alle, die hier sitzen und kein bisschen. Also nee. Also Anzeigenblätter sind nicht zu unterschätzen, die haben die größte Verbreitung. Selber texten. Das stimmt schon, aber ich muss noch ein bisschen sagen, wir haben da echt negative Erfahrungen mitgemacht.
Denn bei Leserbriefen schreiben die zwei kleinen Namen drunter, aber wahrscheinlich Piratenpartei drunter. Dann guckt so, dass das Wort Piratenpartei in Überschrift und oder im Text drin ist. Ja, das haben wir versucht. Das sagt wir dann noch länger aus. Die halten sich also, vor, diese Briefe zu kürzen. Das hängt aber vom Medium ab. Ich kenne etliche Medien, wo es hervorragend funktioniert hat. Ich würde auf Ankes Punkt nochmal gehen, dass mit dieser Anzeigenblätter Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, ich habe damals das lokale Anzeigenblatt angequatscht, habe gesagt, wir würden gerne mal 5000 Sachen schreiben. Und die nehmen alles, was sie kriegen können, mit Kuss an. Inklusive Rechtschreibfehler, also passt aber Rechtschreibfehler. Aber das geht was. Wir haben derzeit eine Regel, die Kunden schreiben alle zwei Wochen was. Das geht gut. Okay, wir haben wortwörtlich nur Anzeigen, also wir haben auch Anzeigen, aber wir haben gute Erfahrungen gemacht mit verschiedenen Bürgerinitiativen und welchen Leuten. Die suchen auch immer wieder Content für ihre Magazine, also mit anderen Worten, für Bürgerinitiativen generell, aber auch sowas wie ADFC oder Energieverband Braunschweig oder so Leute, die haben auch irgendwie so monatliche. Also eher fachspezifische Zeitung, aber wenn man zu diesem Thema was sagen kann, was ich empfehle, gucken wir sehr, sehr gerne auf. Also haltet eure Landespresseteams, sofern vorhanden, dazu an, mal die Verteiler halt zu pflegen und mal genau zu gucken, sind alle halt in eurem Umkreis drin. Und wichtig ist euer Umkreis. Aber da werde ich mit den Landespresseteams selber nochmal sprechen. Halt. Ich hatte letztes halt irgendwie auch so ein Redakteursgespräch. Ich kriege ja so viele Pressemitteilungen von ihnen. Da ging es nicht um die Bundesebene, das war der BR, Bayerischer Rundfunk. Die kriegt Pressemitteilungen von allen möglichen Gliederungen dieser Partei. So, und das muss man sich mal vorstellen, in so einem Redakteurskasten halt, der bundespolitische Themen macht. Und da ist es ja eigentlich wichtig, dass wir unsere Themen als Bundespiratenpartei Deutschland, dass die ungelesen werden, dann kriegen die aber 20 PMs von der Piratenpartei Deutschland jeden Tag, von allen Gliederungen. In ihr Postfach und ja, was lesen die? Meint ihr, die machen euch sich die Mühe, halt irgendwie da wirklich alles durchzuklicken? Aber das sind sie dem, die werde ich mit den Landespresseteams nochmal sprechen, dass die Parteien auch wirklich gepflegt sind. Dass alle, das wichtig ist, dass alle, sowas wie Anzeigenblätter, sowas wie Vereine, dass irgendwie die lokalen Medien, dass die alle wirklich drin sind, dass ihr auch Kontakte dazu aufbaut. Organisiert es auch auf lokaler Ebene halt, dass ihr da halt irgendwie, da ist es der Erfolg. Auch für Listenplatz 2, 3, 4, 5, 6. Die freuen sich, wenn sie, also regionale Medien sind halt nochmal richtig, richtig dankbar. Also unsere bundespolitischen Medien sind auch super und nett und freundlich, ist auch gar kein Thema. Aber wie gesagt, regionale Medien, die freuen sich auch richtig, die sind halt nochmal viel, viel offener halt irgendwie, auch für den Listenplatz 4 und für Listenplatz 5, die Leute kennenzulernen. Und da müsst ihr halt wirklich verteilt sein. Auch die Agenturen haben ja auch Länderbüros. Das ist wichtig bei der DPA halt irgendwie, dass ihr nicht die DPA Berlin irgendwie das Hauptstadtbüro anklickert, sondern dass ihr wirklich aber die DPA-Dienste in den Ländern drin habt. Ganz wichtig. Vielleicht macht es auch Sinn, einfach mal zu gucken, welche Überschneidungen die Landesverbände haben. Also es ist wirklich so, wenn man 400 Mails rausschickt, dann kann man davon ausgehen, dass 300 davon auch von anderen angeschrieben werden. Und ich komme selber aus dem Journalismus. Die Dinger haut man nur einfach in den Müll. Das kann man überhaupt nicht lesen. Und desto mehr bei den Einzelnen ankommen, desto weniger werden gelesen. Deswegen auch nochmal die Warnung an euch. Bitte nicht noch selber auf die Idee kommen. Ich schicke jetzt mal ein Pressestatement. So, ich baue jetzt mal meinen privaten Verteiler auf. Dann potenzieren sich. Wenn die Landesverbände sich mal kurzschließen, welche Verteiler haben sie, sodass man das dann praktisch mit geringen Überschneidungen auf die Reihe bekommt. Ja. Und nicht dieses, wir haben alle 500 Leute im Verteiler, ganz ehrlich, so viele Medien gibt es. Aber wie gesagt, da wäre ich. Das werde ich nochmal mit den ganzen Landespresseleuten halt besprechen, dass wir das durchorganisieren und ich werde es auch denen nochmal vermitteln, halt, dass es wichtig ist, dass sie für euch halt auch Termine koordinieren, auch persönliche Termine, persönliche Kennenlerntermine, auch dass ihr auch genau das gleiche Spiel, was wir auf Bundesebene machen, halt auch PKs zu Landesthemen oder wie auch immer halt da wirklich, oder beziehungsweise immer mal gucken halt, irgendwie auch, es gibt auch bundespolitische, ihr müsst auch bundespolitische Themen immer runterbrechen auf eure Länder. Also jedes Land, jeder Wähler aus jedem Land hat natürlich einen anderen Länderfinanzausgleich. Da hat Bayern einen ganz anderen Blick drauf wie Berlin. So, ne? Und das sind so, dass ihr auch wirklich bundespolitische Themen immer runterbrecht auf eure Länder, auf eure Wähler und dann entsprechend durchaus auch lokal Presseveranstaltungen organisiert, Pressegespräche etc. Pressemitteilung, wenn ihr sie verschickt, bitte nicht cc an presse@piratenpartei.de, sondern bitte vielleicht an die erste Presse oder so, die haben eine Mailingliste, aber nicht unser Ticketsystem mit Pressemitteilungen aus Gliederungen von Ort. Sehr schön.
Regionalprogrammkreisen existieren. Da habe ich nämlich schon gedacht, ja. Oder so. Das ist ja schon einiges, oder? Die Regionalkreise haben es auch erledigt. Vor allem habe ich auch nicht drauf geschossen. Ich bin im Saarland erstaunlich viel, weil die Kreise sehr schon darauf gucken, dass wir nächstes Jahr die Kommunalwahl haben und für die wenigen Leute, die es machen, ziemlich gut. Und Schleswig-Holstein hat es auch im Kommunalwahl fast halt gemacht. Ich bin positiv überrascht, ich dachte, es sieht schlecht aus. Ich habe die Frage verträumt. Meine Frage ist, welche Gespräche, kannst du da noch was zu sagen? Also da haben wir ganz gute Erfahrungen gemacht, einzuladen, dass man sich mal ein, zwei Stunden mit das Beispiel dann einfach hinsetzt und spricht. Ja, ja, das haben wir ja gesagt. Also wir wollen halt zum einen Redaktionsreisen machen, Redaktionsbesuche, dass wir auch mal vorbeigehen. Und zum Zweiten halt, dass wir auch Pressegespräche machen, thematisch, wo wir halt einladen. Also jetzt keine klassische Pressekonferenz, Pipapo, sondern wirklich Pressegespräche zu einem bestimmten Thema halt. Das werden wir auf jeden Fall organisieren. Das ist, wie gesagt, mein Wunsch, dass wir das machen auf Bundesebene. Das können wir jetzt sicherlich nicht es wird eine bestimmte Masse geben, es wird maximal zwei, wahrscheinlich eher eine. Müssen wir gucken, wie viel wir überhaupt hinkriegen, auch budgetmäßig. Was da halt realistisch ist. Aber wie gesagt, wir werden halt gezielt schon auf Bundesebene was machen. Aber deswegen, wie gesagt, ihr müsst nicht nur darauf hoffen, dass wir auf Bundesebene mal vielleicht irgendwie einmal im Monat oder sonst, wie auch immer der Modus sein wird, was machen, macht auch in den Ländern was. Halt, wie gesagt, wir können auch in Zukunft halt, wenn auch mal PKs, also wenn wir sehen halt, okay, wir haben ein wichtiges Thema für uns, aber das geht auch einher mit der Strategie, da muss ich mich auch da in den Fällen nochmal kurz schließen. Wo berufen wir, wenn große Ereignisse halt passieren, irgendwie, welchen sensiblen Bereichen, die für uns Wahlkampf wichtig sind, machen wir auch vielleicht mal sowas wie spontan PK halt, wenn irgendwie wirklich ein bundespolitisches Thema passiert. Aber das sind Sachen halt, die müssen wir halt von der Planung her noch mit der Strategie besprechen. Auch umgekehrt wichtig. Ich meine, es gibt ja den einen oder anderen bei uns, der auch irgendwie über Google und Twitter sonst gefunden werden kann, wenn sich jemand an einen wendet, das irgendwie in enger Absprache mit der Presse zu tun oder rückzumelden. Oder wenn ein Journalist dich auf Twitter anspricht. Oder fragen, ob das überhaupt koscher ist, Statements zu geben. Ach so, grundsätzlich halt, wenn ihr angesprochen werdet, halt sprecht mit eurem Pressebetreuer, also Terminkoordination. Wenn ihr aber Fragen habt, wenn irgendwas komisch ist, klar, aber geht erstmal von unten nach oben halt. Versucht erstmal im Landespresseteam den Landespressesprecher zu erreichen, als ersten Ansprechpartner. Ob der was zu sagen kann, wenn der nicht erreichbar ist, fragt auch gerne mich, aber halt guckt erstmal, dass ihr möglichst bottom-up agiert. So, also. Das ist ein Problem. Also ich werde oft angefragt auf Twitter und das sind ganz normale, seriöse Journalisten. Also das ist für einige von denen heute ein ganz normaler Kontakt. Ja. Das ist nicht direkt als besonders verdächtig. Sag ich Twitter, ruf man bitte an oder ja, whatever. Also, Direct-Message. Durch meistens über Direct-Message schon. Ja, aber worum es mir ging, wäre es interessant, dass das irgendwo gesammelt wird. Da hatte die Presse schon Kontakt mit den Kandidaten. Das geht umgekehrt. Also das meine ich mit der Kalenderlösung halt irgendwie. Also ich würde. Ja, also es ist halt, wenn ihr wirklich eine unkosche Sache habt, ihr könnt auch gerne oder irgendwie das Gefühl habt, ihr könnt gerne da in so einen Fällen halt anrufen. Aber fürs normale Tagesgeschäft, wenn ihr Anfragen kriegt, ob die jetzt per Mail kommen, per Twitter, per irgendwas, das sind halt eure zentrale Anlaufstelle für die Termine, sollte wirklich so ein Presseassistent, ein Pressebetreuer sein. Erstmal. Und da muss ich dann im Modus mir noch überlegen, wie ich informiert werden will. Das müssen wir nochmal genauer besprechen. Halt, ja. Also ich habe ja auch mal auf der Kandidatenliste umgefragt, wer von den Spitzenkandidaten nicht auf dem BKT sein kann. Darauf gab es keine Rückmeldung, also ich habe davon aus, dass alle da sein werden. Wir haben Presseanfragen an die Spitzenkandidaten auf dem BKT und da wird Anita dann die Termine mit mir und wir werden gucken, dass wir irgendwie ein Kalendersystem haben, wo wir ja, die Spitzenkandidaten reinpacken, damit Anita ja, Termine vergeben kann oder planen kann. Ich habe schon gesehen, es gibt ein Landesystem, es gibt ein Hessensystem. Wenn ihr irgendwie
ja, wenn das System laufen hat, dann schreibt mir eine Mail, dass man vielleicht gucken kann, welches man da nimmt und dass wir jetzt nach der nächsten Woche aufsetzen und das kommt wirklich. Genau, dann. Wenn ihr Termine auf dem, genau, machen wir es so, wenn ihr Termine auf dem BBT speziell irgendwie plant, nochmal separat, meldet die an Markus mit mir auf CC oder wie auch immer halt. Wir machen halt die Terminplanung, dann wissen wir halt auch, wer mit wem irgendwo halt spricht und vor allen Dingen wissen wir halt, wie wir euch verplanen können. Ein paar ganz konkrete Anregungen. Punkt 1, schreibt euren richtigen Namen in euer Twitter-Profil rein, sofern das nicht drin steht. Das gleiche gilt übrigens auch gegebenenfalls für Wiki-Seiten. Weil ihr seid, müsst findbar sein und manche Kandidaten findet man schlichtweg. Punkt 2 ist, sorgt dafür, dass eure Telefonnummer oder die Telefonnummer eines Ansprechpartners, der für euch als Assistent aktiv ist, auf der Seite, die über Google am schnellsten zu finden ist, im Zweifel ist es eure Wiki-Seite oder gegebenenfalls sogar in eurem Twitter-Profil drin ist. Weil das mal viele Piraten sind erstaunlich, also auch Kandidaten, sind quasi nicht erreichbar oder sehr, sehr mühsam. Und wenn es für die Presse schon mühsam ist, euch überhaupt zu erreichen, dann sind die Chancen auf ein Interview anfangen noch kleiner, als sie ohnehin sind. Und das Dritte ist, schaut, dass ihr Journalisten bei Twitter gegebenenfalls folgt. Die Journalisten haben, das ist meine Erfahrung und Angewohnheit, sehr gerne einfach per DM anzufragen und sich nicht öffentlich zu verabreden. Also es schwankt ein bisschen, aber die meisten machen es lieber diskret. Könnt ihr eine Story, den Kollegen wegschnappen. Für diejenigen, die Journalistenkontakte haben, noch nicht in nennenswerter Stückzahl haben, ich habe eine Liste angelegt bei mir, also ich habe eine Twitter-Liste Journalisten, das sind inzwischen über 50 größtenteils bundesebene Journalisten drin. Aber es gilt auch für gegebenenfalls auf Landesebene oder sowas. Einfach selber denen folgen. Matthias, aber ich glaube, genau so Themen sollten wir halt erstmal nochmal irgendwie überhaupt ein bisschen besprechen. Sebastian? Wollen wir diese Debatte fortführen oder nicht? Nee. Genau. Wie gesagt, einmal nur kurz zum Thema Telefonnummern. Über dieses Thema müssen wir, glaube ich, nochmal sprechen. Weil ich persönlich möchte nicht, ich habe da letztens noch mit Chris, irgendwie, wir haben ein bisschen hin und her abgewogen. Natürlich, für mich ist es immer schön Arbeitsentlastung, aber wir kommen in einen scheiß Schweine, fiesen Wahlkampf und die werden es lieben, euch anzurufen. Die werden es lieben, euch um 2 Uhr nachts anzurufen. Deswegen, ihr dürft erreichbar sein, per Mail, per Twitter, da habt ihr Bedenkzeit. Ihr könnt nochmal überlegen. Aber bitte nehmt, wenn es nach mir geht, nehmt irgendwelche Handynummern, insbesondere Handynummern von euren Profilen runter. Ruft an, wenn ihr zurückruft, blockiert die Nummer. Wie gesagt, jede Mist wird uns um die Ohren gehauen. Geschichte. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt, das ist so eine Online, wie heißt das nochmal, jetzt muss mir der Name virtuelle ja, also du hast halt eine Nummer, eine Festnetznummer, die zugewiesen werden kann, und zwar verschiedene Nummern, und zwar zu verschiedenen Uhrzeiten, ist die einfach abgeschaltet. Und das ist halt die großartige Sache, meiner Meinung nach, dann kann man mit seinen Assistenten tagsüber. Wenn ihr dafür sorgen könnt, dass eine Telefonnummer irgendwie, aber wie gesagt, aber es ist grundsätzlich, glaube ich, sie können ja auch um 2 Uhr irgendwie anrufen halt. Ne? Und da passiert irgendwas. Wir haben ja bestimmte Erlebnisse gerade wieder dieser Tage halt so und dann passiert was und ja, da ist ja, ich will jetzt gar nicht so weiter irgendwie, dass dieses XY passiert, was sagen Sie denn dazu? Die rufen nicht an, das ist ja am Telefon. Weil ich weiß gar nicht, warum wir immer antworten müssen, nur weil uns gerade einer fragt. Das ist für mich ein Unglaube. Und dann theoretisch kann ich mein Kind ins Bett bringen, ich kann kochen, ich kann gerade meine Oma zu Besuch haben. Wir müssen 50 andere Gründe, die ich nicht mal erwähnen muss. Ich kann einfach nur sagen, ja, wir brechen es, wir können jetzt nicht mehr, also wie gesagt, das ist doch ein Thema, was wir anderweitig diskutieren müssen halt irgendwie. Es gibt Leute mit mehr und es gibt Leute mit weniger Presseerfahrung und dementsprechend. Ich muss man denen sagen, dass sie nicht auf Fragen antworten müssen. Das ist die wichtigste Lektion im Umgang mit Presse. Die meisten denken, sie müssen nur einen Journalisten anrufen, sofort und jede Frage beantworten. Und das sofort ist falsch. Wer sagt das, so. Die in der gleichen Wohnung wohnen, veröffentlicht niemals eine private Telefonnummer. Die rufen zu Hause an, die
fragen die Freunde, die fragen die Mutter, die fragen den Ehepartner. Veröffentlicht einfach deine private Telefonnummer. Punkt. Dann spart das ganz, ganz viele Probleme. Was hat Dieter gesagt? Weiterleitungsnummer und Gutes. Und danach alles Weitere, keine Fragen beantworten zu müssen. Wunderbar. Stimmt, hast du recht. Gib das einen Ball. Aber einfach keine privaten Telefonnummer veröffentlichen, spart die meisten Probleme. Jetzt keine guten Meinungen stehen auf der Hand. Nach dem Motto, der Kollege hat das gar nicht gemacht. Weil das, egal was man da tun will, also bei irgendwelchen Dates, sobald man etwas sagt, haben wir eine Geschichte. Nur wenn man nichts sagt, dann können sie nichts tun. Eins ist ganz wichtig. Wenn ihr euch anrufen wollt, was? Wenn ihr euch anrufen, ihr könnt davon ausgehen, dass ihr irgendwas wisst und was mitbekommen habt. Natürlich ist ein Mann und ein Wahrer, der ist nett. Der unterhält man sich auch gerne mal. Aber sobald wir euch anrufen, wollen die irgendwas, dann müssen wir euch Alarm bringen. Deswegen seid doch vorsichtig, dass ihr nicht eure Freunde und von Geld verdienen wir von Schülern. Ich würde gerne hier abwürgen. Wir verlieren uns in Details, die man auch bilateral oder privatissimi machen kann. Ich würde gerne jetzt eine Pause machen und den nächsten Slot aufrufen, weil wir sonst uns hier verlieren. Ich danke Anita für die Kurzdarstellung. Es gab, war wichtig, dass Anita... dass ihr Anita jetzt mal kennengelernt habt, die es noch nicht Anita noch nicht kannten, damit ihr wisst, dass es also auch... die Frau verbirgt sich hinter der Nummer. Genau, genau. Ich würde vorschlagen, wir machen so 5 Minuten Pause oder ich gebe an den... Genau, wir machen jetzt 5 Minuten Pause und dann geht's in die das nächste Projekt. Das macht dann Nora. Erst frontal, dann Kleingruppe.
Wollt ihr mal reinkommen? Markus, magst du dich mal setzen? Ich würde gerne anfangen. Magst du dich mal setzen? Schuh? Wo ist denn dein Schuh? So, wollen wir anfangen? Da, in der Ecke? Hm? Ja? Ich möchte anfangen. Darf ich aufsetzen? Danke. So, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Wenn jetzt endlich mal alle sitzen. Ja, super, wunderbar. Also, in dem nächsten Punkt geht es darum, also das hat eigentlich mehrere Aspekte. Die meisten von euch beschäftigen sich ja ohnehin irgendwie speziell mit so bestimmten Themen. Wenn jetzt irgendwie eine Anfrage kommt zu bestimmten Themen, was manchmal passiert, dann braucht man dafür, wenn man dann denn die Spitzenkandidaten auch vorstellen möchte, Ansprechpartner. So. Wir haben uns jetzt vorgestellt, dass diese Themen, wenn man die nach vorne bringen möchte, ist es sehr gut, wenn man damit eine persönliche Geschichte verbindet. Die meisten von euch haben persönliche Geschichten zu ihren Themen, mit denen sie sich beschäftigen. Und die möchten wir heute mit euch gemeinsam ausarbeiten. Dass ihr nochmal euch klar werdet, wer von den anderen Spitzenkandidaten arbeitet eigentlich in dem Bereich, den ich gerade mache. Wie sieht es aus? Wie ist so das Umfeld? Was sind verwandte und ähnliche Themen, die es so gibt, mit denen sich Leute gut auskennen, beschäftigen, die ich fragen kann? Und was ist meine Verbindung dazu? Alles klar? So, wir haben jetzt versucht, aus dem, was ihr so eben erzählt habt und aus dem, was gerade so aktuell ist, ein paar Themen schon mal zusammenzustellen. Könnt ihr euch jetzt schon mal angucken und sagen, ob ihr euch da nicht wiederfindet, ob da irgendwas, was ihr für den Wahlkampf total wichtig findet, fehlt, dann können wir das gerne noch ergänzen. Und im nächsten Schritt könnt ihr euch dann zuordnen. Es ist schwer für die meisten, sich irgendwie zu einem Thema, zu einer Gruppe zuzuordnen, weil viele auch irgendwie so überschneidend Dinge machen. Die meisten Themen hier überschneiden sich in irgendeiner Hinsicht, in irgendeiner Ecke. Deshalb bilden wir erstmal so irgendwie Gruppen. Wichtig ist in der Gruppe erstmal nur, dass ihr euch unterhaltet und ihr selber eure Verbindung zum Thema findet. Alles klar? So. Bürgerbeteiligung. Ja, Stärkung Kindergarten/Demokratie. Nicht barrierefrei für ältere Leute, wenn sie das nicht erkennen, dass das viel zu klein ist. Ich kann das mal eben kurz vorstellen, damit ihr es ungefähr einen Eindruck bekommt. Das ist die gelebte Solidarität in der Piratenpartei. Hier steht das Thema Netze, Infrastruktur. Darunter kann man vieles verstehen. Ich habe es nur als Oberthema einmal benannt, Verbraucherdemokratie fördern, Landwirtschaft, da geht es letztlich um Verbraucherschutz, Bekämpfung von Korruption, Lobbyismus, Grundeinkommen, BGE, Teilhabe fördern, einfach als allgemeines Schlagwort, Bürgerrechte, Transparenz, Informationsfreiheit, Energiewende, Umwelt, Außen- und Sicherheitspolitik, Datenschutz, Urheberrecht und Kartellrecht, Gesundheitspolitik, Familienpolitik, Stärkung direkter / digitaler Demokratie, Freiheit und Selbstbestimmung, Finanz- und Bankenkrise. Das sind so die Themen, die ihr genannt habt. Bitte? Bitte? Wir können das noch ergänzen, wir haben das jetzt nur im Rahmen eines Gedächtnisprotokolls aufgeführt. Wenn da jetzt ein Punkt fehlt, war das nicht bewusst gemacht. Aber es sind viele Sachen, die entweder nicht auf eins aufgehören, wie zum Beispiel Bürgerrecht und Transparenz. Das ist beides gläserner Staat und gläserner Bürger, aber zwei Themen. So wie Natascha und ich uns die Arbeit ja auch teilen, die gehören eigentlich auf eins. Und andere wie Informationsfreiheit, Korruption bekämpfen, das ist irgendwie auch so halb das Gleiche. Mein Vorschlag wäre, dass man das aktiv jetzt beschreibt und sagt, auch Gruppen bildet und das zusammenführt. Dafür könnt ihr ja nach vorne kommen. Genau. Ich würde es vorschlagen, dann kommt auch nach vorne und
knüpft die beiden Punkte einfach zusammen, dass wir dann so auch den Themen oder Gruppen auch identifizieren können. Genau. Die können wir jetzt nochmal dazu schreiben, ja. Bitte? Okay. Okay. Formulieren richten, sondern eher an dem, was die Presse typischerweise anfragt. Ich habe einfach gesagt, gucken wir uns doch einfach an, welche Ministerien gibt es und neben die betreffenden Begriffe. Dann hat man nämlich auch vergessen, man nämlich auch nichts. Weil die, Minister, die Leute, die Presse ruft nicht an und sagt, ja, wir hätten ja, wer ist bei euch für das Thema Freiheit und Selbstbestimmung? Okay, das sind jetzt viele Vorschläge. Ich würde jetzt, weil es gab jetzt ein Beispiel, das nach Ministerien zu ordnen, nach Ausschüssen, dann gab es das Beispiel auch anders zusammenzuknüpfen. Mir ist nur wichtig, dass ihr euch in Gruppen jetzt zusammenfindet und dann ein bisschen Ruhe da sein könnte, um dann zu identifizieren, wer ist Kandidat und möchte oder möchte ein gleiches Thema wie ich bearbeiten, dass man das mal hier zusammenführt, damit die, auch die thematische Gruppen sich zusammenfinden. Wir können das nach Ministerien machen, nach Ausschüssen, aber die Ausschüsse hat ja niemand im Kopf, ich zum Beispiel nicht. Na, fällt es jetzt irgendjemandem im Raum schwer, sich irgendeiner Gruppe zuzuordnen? Also der hat wirklich totales Problem, es geht gar nicht, dass man sich jetzt einer Gruppe zuordnet. Aber vielleicht haben diese vier Sachen ja ein Querschnittsthema. Und das ist sozusagen das, was wir hier suchen. Wir suchen jetzt das. Wir sind am Start und wir sind am Ende. Das sind genau die beiden Themen, die man daraus machen könnte. Wir können aus diesen Zellen einfach einen Kreis bilden. Ja. Das habe ich ja gerade schon gesagt. Also manche haben halt überschneidende Themen zu irgendwie zwei Gruppen. Aber du kannst das Thema ja trotzdem bearbeiten, bloß du musst dich für eine Gruppe entscheiden, weil du da mit anderen Menschen da zusammensitzt, die auch Dinge tun, die du tust. Anke, hilft es, wenn ich ein Schild umhänge in eine andere Gruppe? Na, mein Vorschlag wäre, man schreibt auf eine Karte Gläserner Staat und auf den anderen Gläserner Bürger. Und dann hat man bei dem einen Bürgerrechte, Datenschutz und so weiter, und bei dem anderen hat man Informationsfreiheit, Antikorruption, Transparenz. Wenn ich ganz kurz mal eine Anmerkung machen möchte, wir wollen hier Wahlkampf machen. Wir schaffen es gerade nicht, uns in so einen Haufen willkürlich Schubladen selbst einzuteilen. Den Vorschlag, wir fangen einfach an. Du weißt, klären wir dann währenddessen. Aber es macht auch Sinn, ständig vorzugehen, dann habe ich doch nur durcheinander eine Mutter offen. Also was spricht denn? Wenn Leute sich für ein bestimmtes Thema interessieren, die sich dann hinterher zusammensetzen, um dazu zu reden, können die das doch genau dann beschließen. Ja, das Problem ist an Ankes. Das einzige Problem an Ankes Vorschlag ist, dass es eine Riesengruppe wird. Aber das liegt halt daran, dass es... Ja, genau. Das machen wir jetzt einfach. Bürger und gläserner Staat. Alles klar. Und bündeln das darunter. Wunderbar. Würde ich vorschlagen, dass... Du hattest auch noch ein Problem, dich zuzuordnen, oder? Nein, ich wollte eigentlich, abgesehen davon, so ein Thema wie Bauen, Wohnen, Verkehr und Pflege. Gut. Bauen, Wohnen, Verkehr. Ich würde vorschlagen, das Ganze auf 10 Themen zu beschränken. Wir sind 30 oder 35 Personen. Sonst machen wir zwei. Nee, das sind Sechsergruppen. Also es sind genau 6 Gruppen jetzt und dann sind die Leute zusammen. Jede Zeile ist eine Gruppe. Ah. Sind jetzt 6 Gruppen mit Menschen, die sich unterhalten. Ja, die Information hätte ich wahrscheinlich vorschieben müssen. Entschuldigung. Ja, ja, sonst. Ja, ich habe noch eine Frage. War jetzt die Absicht, dass ich auch erkennen kann, welcher Kandidat für welches Thema steht? Ja. Das wird erschwert, weil ich würde mich dann in 2 Gruppen einordnen wollen. Aber man findet mich halt dann nur in einer.
Also die Information kommt da nicht optimal an, finde ich. Also am Ende setzt ihr in den Gruppen und jeder macht für sich quasi ein Plakat und stellt da seine Verbindung zu seinem Thema. Das Thema muss nicht genau das sein, was auf dem Zettel steht, aber es ist zumindest so ein bisschen umrissen. Alles klar? Genau herauskristallisieren, was das Thema ist und wie ihr das verbindet, macht ihr selber gleich in der kleinen Gruppe mit den anderen Menschen. Die anderen Menschen bearbeiten vielleicht andere Themen als ihr, aber ihr habt Menschen, die euch ein bisschen reflektieren, mit denen ihr darüber reden könnt, bei denen ihr das ein bisschen vorstellt und eure Verbindung schafft. Ist das ein bisschen klar, also ist es klar geworden, was wir gleich tun? Gut, super. Dann würde ich sagen, ordnen wir uns jetzt einfach zu. Hast du noch eine Frage, Jens? Wir wollen euch miteinander verknüpfen, auch thematisch zusammenbringen, damit ihr euch kennt. Ihr habt euch zum ersten Mal, zum Teil seht ihr euch hier, damit ihr euch auch austauschen könnt über Thematiken. Darum geht es. Es geht darum, thematische Vernetzung von euch zu fördern über dieses Instrument. Damit zum Beispiel Presseaktionen, die ihr plant oder Initiativen, die ihr anstoßen wollt, damit die nicht über drei Kanäle bei Anita landen, sondern damit ihr das möglichst schon vorher abstimmt, euch jetzt schon kennt, wer was macht. Und das ein bisschen koordiniert, bevor es dann sozusagen bei Anita aufschlägt. Noch mal eine Frage, wie kriege ich das dann, also ich bin jetzt vielleicht der Ablauf einfach nicht klar, wie kriege ich denn dann mit, was die anderen machen? Gibt es dann... Wir dokumentieren das. Ihr produziert was in eurer Gruppe und das dokumentieren wir dann. Alles klar? Und dann... Ja, aber du sitzt quasi in der Gruppe gemeinsam mit den anderen, um mit der Gruppe deine Geschichte zu dem Thema zu entwickeln. Also es ist, für dich ist das vielleicht klar, aber für viele andere nicht. Die haben das noch nicht gemacht. Okay, gut, dann starten wir mal. Sollen wir einfach sagen, Gruppenaufrufe und Räume? Oder? Idealerweise finden sie jetzt erstmal alle zusammen. Ja, das heißt, gut. Dann mache ich hier mal Nummer 1. Bauen und Verkehr dabei. Bauen und Verkehr mal. Ah ja. Wir haben drei Räume, ne? Sozialpolitik. Dann gehen wir das am besten alles nochmal durch. So. Gehen wir das am besten alles nochmal durch. So, jetzt nochmal, bevor wir uns dazu ordnen. Seid ihr damit zufrieden oder wollt ihr das nochmal ändern? Denn wir müssen jetzt 6 Gruppen finden und diese 6 Gruppen sollten natürlich idealerweise damit zufrieden sein, was sie sozusagen dort wiederfinden. Sebastian. Jetzt nicht alle durcheinander. Sebastian hat jetzt was gesagt. So, okay, was ist dein Vorschlag? Wollen wir es runternehmen, weil es ein absolutes Metathema ist? Wollen wir es woanders hinmachen? Okay. Wo haben wir das denn? Also das. Ist so Meta, dass wir es runternehmen. Okay. Ja, jetzt hatte sich aber erst Cornelia gemeldet. Grundeinkommen BGE ist ja eigentlich etwas, okay. Also ich muss es jetzt nicht unbedingt in Gruppe 6 mit haben. Sozialpolitik gehört uns zu Wirtschaftspolitik, oder wie ist das eingeordnet? Steht noch gar nicht. Weil ich finde sozialen Arbeitsmarktpolitik gar nicht. Also wer möchte BGE in der Gruppe 4 haben, der hebt jetzt bitte die Hand. Ich finde auch teilhaben sollte zum Grundeinkommen. Ja, erstmal machen wir jetzt diesen Aspekt. So, wer möchte, dass es woanders hinkommt, der hebe ich jetzt bitte die Hand. Danke. Okay, das sind schon mehr. Wo soll es hin? Vorschläge bitte. Cornelia hat vorgeschlagen. Ja, ich würde vorschlagen, Grundeinkommen zu einem Oberpunkt zu machen, mit Arbeit und soziale Preise. Und das soll welche Gruppe sein? Ja, das soll Teilhabe fördern, also umbenennen, Arbeit und Soziale. Ja, aber sag erstmal, welcher? Ja, 6 dann. 6 soll das sein. Wirtschaftspolitik. Das ist 5. Meinst du 5 oder 6? Teilhabe fördern ist 5. Es ist ein Teil der Wirtschaftspolitik.
Warum? Das vorhin gesagt, drei habe ich fordern, das sind fünf, ne? Nee, drei haben auch noch uns rein. Aber wie ist das mittig? Und warum? Jeder geht aber auch um zwei, also kann ich gleich eins. Nicht alle durcheinander, Leute. Einer nach dem anderen. Also du möchtest es in Gruppe 6 haben, zu den Pandora. So, und Andreas hat jetzt auch was dazu gesagt. Ich habe ja gleich vor noch eine Frage. Ich sage gar nichts. Bitte einfach nur. So. Wer ist damit zufrieden, dass es da unten ist, den ihr jetzt bitte hier habt? Wer ist damit nicht zufrieden, den ihr jetzt bitte hier habt? Das sind weniger, also bleibt es da unten. Das ist aber auch noch von mir. Ich würde gerne Arbeit und Soziales noch damit aufschmeißen. Das ist so das Oberthema für dich. Nochmal, nochmal zum Verständnis. Also die Benennung der Gruppe ist gar nicht wichtig. Es ist wichtig, dass die Leute, die an diesen Themen Interesse haben, dass die sich zusammensetzen in einer Gruppe, um gemeinsam die Themen abzustimmen. Wie das jetzt heißt, ist völlig egal. Ihr könnt ihr eine Nummer geben, ihr könnt ihr Farben geben. Außenpolitik hat mit Verbraucherschutz nichts zu tun. Ja, da kommen wir gleich noch zu. So. Jetzt hast du dich an Twitter gemeldet, jetzt kannst du sagen, was du willst. Ja, ich weiß. Außenpolitik hat mit Verbraucherschutz echt wenig zu tun, okay. Aber in der aktuellen Politik hört es mit der Finanz- und Bankenkrise eigentlich. Also Außen- und Sicherheit. Sicherheitspolitik. Andreas schlägt vor, Außensicherheitspolitik zu verschieben. Wer ist da einverstanden? Der will die Hand. Der möchte, dass es da bleibt, der jetzt mit die Hand. Gar keiner. Also verschieben wir das. Wo soll das hier sein? Eher zu 6 als zu 2. Also zu 6. Also ich denke, das war schon gut. Also ich finde, das war gut. Ich finde, das war gut. Außen und Sicherheit hängt auch mit Ihnen zusammen. Wo soll es hin? Was dann? Augenblick ist das dominierende Thema außerhalb Deutschlands ist die Wirtschaft. Energiepolitik, Außenpolitik, ich habe einen Vorschlag. Ja. Vielleicht fragst du erstmal, wer es interessiert, an Außenpolitik weiterzuhauen. Wenn es nur einer ist in der großen Gruppe, macht es vielleicht gar keinen Sinn, eine eigene Gruppe dadurch zu bilden. Und dann guckt man am Ende zusammen, vielleicht gibt es ja eine Gruppe, BGE, da melden sich 10 Leute, dann sagt man, oh, das ist auf jeden Fall eine Gruppe für sich alleine. Und die anderen Gruppen tut man dann irgendwie am Ende zusammen. Und wenn jemand sagt, wie Altstadtpirat, Außenpolitik muss ich hier nicht alleine machen, dann arbeite ich heute beim Thema Finanzen mit in einer Gruppe, wo vielleicht nur 3 sitzen. Okay. Vielleicht, dass man so guckt, dann gibt es halt keine Außenpolitikgruppe jetzt. Wer hat Interesse an diesem Thema? Altstadtpirat, okay, an die. Lies doch mal vor. Außen- und Sicherheitspolitik. Wo gehört denn Europa jetzt zu? Kennst du auch immer, wo gehört Europa? Innenpolitik. Innenpolitik. Das Problem, was wir haben, Jens, ist, dass das alles Querschnittsthemen sind und das alles Interdependenzen hat. Jan, du hältst das Ergebnis erstmal fest, 3, dann tust du zur Seite und dann fragst du, welche für nächste. Ich mach's mal hier zur Seite. So. Seht ihr jetzt noch gravierende Probleme bei der Auflistung? Ich rede jetzt nicht von perfekt, ich rede von hinreichend gut. Das ist so okay, dass euch zusammenfinden könnt. Ich bin immer noch dafür, Grundeinkommen zu dem Bereich Arbeit und Soziales zusammenzufassen oder mit zu ergänzen. Cornelia, das ist doch schon nicht zusammengefasst. Ob es so heißt, spielt keine Rolle. Das ist Nummer 6, es ist blau, es ist Telefonzelle, Katze, es spielt keine Rolle. Die Gruppe ist wichtig. Okay. Danke. Ich finde auch nach wie vor, dass ein einzelnes Thema an unterschiedlichen Stellen steht. Bürgerrecht und Transparenz ist das Gleiche. Datenschutz, Datenschutz ist Bürgerrecht, Transparenz ist Bekämpfung von Korruption, Informationsfreiheit ist auch Transparenz und direkte Demokratie, das ist auch wieder das Gleiche. Also es ist auch 3 Gruppen, ein einziges Thema. Also möchtest du das hier verschieben? Genau. Okay. Okay, wer ist dafür, Informationsfreiheit und das Metathema Transparenz mit in Gruppe 3 zu verschieben? Wer hält das für sinnvoll? Wer hält das für Unsinn? Tauscht das mit Datenschutz, damit ich dafür. Also ich finde, das passt eher zu Gruppe 5. Schachern wir nochmal. 100 Euro, wenn der Gruppe 4 ist. Das ist ein Gruppe. Das ist ein Gruppe. Das ist ein Gruppe. Das ist nochmal 2 Minuten. Konzentrieren wir nochmal kurz. Also, wir sind uns einig, dass wir es verschieben. Wo verschieben wir es hin? Verschieben wir es in Gruppe 3 oder in Gruppe 5? Wer ist dafür, dass das in Gruppe 3 verschieben? Hebt bitte die Hand.
Okay, und wer ist das hier, dass wir Gruppe 5 verschiedene, die jetzt die haben? Ja, das ist unten gleich. Ja, mir ist es egal. Also, ich auch an einer Stelle. Dann kommt es jetzt nicht zu 5. So, möchte noch jemand was verschieben? Ich würde einfach kurz zu bedenken geben, das Ziel der ganzen Operation ist, dass wir uns vernetzen, miteinander diskutieren. Deshalb wird es mal erreichen, wir mehr, wenn wir mit der falschen Ordnung anfangen, miteinander reden, als wenn wir jetzt versuchen, die perfekte Struktur zu finden. Also könnt ihr, also findet ihr euch hier drauf wieder, könnt ihr euch mit den anderen zusammenfinden, indem ihr sagt, ich möchte diesen Cluster machen, ich hebe die Hand sozusagen, wer möchte das noch machen? Glaubt ihr, dass er das schafft? Okay. Dann habe ich noch eine Frage. Wo soll Außen- und Sicherheit jetzt hin? Das ist nämlich jetzt noch verweist. Lass uns als Einfaktor. Ich melde mich. Außen- und Sicherheit und Politik hat bekannt, was mit Energiewende, internationale Ressourcen, Öl und so weiter. Atom, Öltransport. Ich denke, dass das richtig ist, in der Gruppe zu machen. Ja, aber das Argument kannst du mit vielen Themen machen. Das war Können alle mal bitte ruhig sein? Es fällt mir wirklich schwer, jemanden zu verstehen. So. Dann entnehme ich der Diskussion jetzt, dass ihr damit halbwegs leben könnt. Ich wollte das Informationsfreiheit. Komm, wir machen das jetzt einfach. So, dann können wir eigentlich auf Gruppe 1 auflösen, oder? Außensicherheit, Innenpolitik ist auch Sicherheit. Soll das da bleiben oder soll das in Gruppe 2? Okay, dann kommt jetzt, geht's jetzt wieder beim Sport, wenn die Mannschaften gebildet werden, in der Schule damals. Wer möchte Gruppe 1 machen? Wer hebt jetzt bitte die Hand? So, okay, Markus, Sebastian, Altstadtpirat und Andreas Bock, Alex Bock und unser Chef. Möchtet ihr schon mal sozusagen rausgehen, damit wir euch schon mal rausgehen? Dann kommt ihr auch nicht auf die Idee, wenn wir uns entscheiden. Okay, wer möchte den Cluster 2 machen? Jetzt kann ich einhalten. Kannst du noch mal ganz kurz sagen, was das ist? Ich kann es nur hier schlecht lesen. Verbraucherdemokratie, Landwirtschaft, Energiewende, Umwelt, Bauen und Verkehr. Okay, dann würde ich sagen, geht Bernd auch irgendwo hin und wenn ihr geht mit zu Bernd, dann seid ihr auch schon mal zusammen. Okay, dann haben wir jetzt Cluster 3. Das ist Bekämpfung, Korruption und Lobbyismus. Datenschutz. Das sind ja meine Themen, verdammt. Urheberrecht und Kartellrecht. Wer möchte das machen? Außer Antwort. Ne? So. Okay. Nochmal, wer möchte 3 machen? Okay, das sind Markus, Andi, Jens, Jan, okay. Dann haben wir jetzt 4, Gesundheitspolitik und Familienpolitik. Wer möchte das machen? Lena und Jens. Bist du total überrascht, dann habe ich mit Lena was du da so machst im Bereich. Ja, das ist dann das Berliner Damen. Ihr beide. Okay. Haben wir noch jemanden, der damit machen möchte? Okay, ihr 3. Super. Jetzt kommt Thema 5. Also wir haben Teilhabe fördern, wir haben Bürgerrechte und Transparenz, wir haben Stärkung direkter und digitaler Demokratie und Informationsfreiheit. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mit Draflo und Heike mit. Das ist dann eure Gruppe. Kann auch eine Gruppe drüber? Ja, zwei sogar.
So, und jetzt das Letzte. Jetzt haben wir Wirtschaftspolitik, Finanz- und Bankenkrise, also auch Finanzpolitik und das BGE, also Sozialpolitik im weitesten Sinne. Okay, da haben wir drei. Hat man die Doppelmärchen? Hier. Also noch nie gesehen. Jetzt möchte ich nur eine machen. Okay, da spielt er nochmal zu viel. Überall. Okay, haben wir jetzt alle Kandidaten und Kandidatinnen untergebracht? Ist noch jemand, der ein Listenkandidat ist, aber auf keiner dieser Gruppen dabei ist? Das ist scheinbar nicht so zu sagen. Okay. Haben wir das geschafft, dann würde ich jetzt. Warum darfst du das entscheiden? Wir sind die mit der Demokratie. Ja, wir sind die. Ja. Also ich rede nicht, ich bin nur Zuschauer. Okay, du bist die Basis, du bist Bürger, hier ist Mitbestimmung. Hallo, wir sind hier bei Teilhabe fördern. Weshalb wir uns als Gruppe getroffen haben und was wir hier tun sollen. Ja, ja. Ich halte lieber da politisch halt nicht mich raus. Lass die anderen tun. So ein ganz guter Entschiedener. Das hat mir bisher immer geholfen. Ist ja so. Der Beste ist auch sagen, die da oben machen so die Firma, was sie wollen. Genau, deswegen halt. Dafür sind wir die richtige Gruppe. Also, wo er recht hat. Wo ist der Mastermind hier hingelaufen? Da habe ich kein Problem mit, aber die Frage wäre erstmal, was wir arbeiten sollen. Was für Arbeitsergebnisse wir dazu haben? Was ja, die da oben machen die. Wir warten einfach darauf, was die oben vorgeben. Wir sind ja die da unten. Geil. Kriegen wir jetzt eigentlich noch ein Briefing? Achso, ja, das Briefing findet gerade hinten statt. Ja. Noch nicht, aber gleich. Wir haben das Briefing ja noch nicht gekriegt. Ja, das ist immer notwendig. Stellen Sie sich vor, wir würden jetzt völlig chaotisch in alle Richtungen loslaufen und irgendwas machen. Das kann doch gar nicht sein. Darf ich mal was vorschlagen? Ja, klar. Also ihr wisst ja wahrscheinlich, was ich vorschlagen will, aber theoretisch dürfen wir ja nur ein Thema reinschreiben. Das hätten jemand gerne gehabt. Und da wir ja so viele Themen haben, schlage ich das gleiche vor wie vorhin. Wir nennen unser Thema
Ja zum gläsernen Staat, nein zum gläsernen Bürger. Da war alles drin, was wir als Unterüberschriften hatten. Lass uns mal gucken, wohin sich dieses Gespräch entwickelt. Und dann den Titel kann man zu allerletzt machen. Vorgeben, wohin wir uns da zusammen weil ein Thema müssen wir doch wissen. Nicht unbedingt. Wir können auch erstmal überlegen, was wir so machen wollen. Genau. So konkret. Und dann können wir abstrahieren. Das ging schon. Ich würde vorschlagen, das gleiche Ei um. Jeder mal so ein bisschen erzählt, was ihn mit den Themen verbindet. So, dann haben wir zumindest schon mal so ein bisschen so einen Ansatzpunkt. Da hat jeder schon mal ein bisschen was über sich gesagt. Und jeder hat schon mal so ein bisschen, kann den anderen so ein bisschen einordnen. Dann kann man mal sehen, wohin sich das entwickelt. Würde ich vorschlagen. Okay, ich warte noch immer auf das Briefing, aber ich kann auch da reinreden. Ja, aber damit können wir ja so oder so anfangen. Achso, das können wir eh machen. Okay, dann kann ich anfangen. Ich weiß nicht, ob Michael mich irgendwie hat. Oh, top. Wir machen das mit dem Streaming. Teilhabe fördern, Bürgerrechte, Transparenz und so weiter. Für dich auch, okay. Ich bin also momentan im Wesentlichen an dem Thema vor dem Hintergrund natürlich des Kommunalmandats. Also ich habe halt das Problem konkret auf kommunaler Ebene. Wollen wir Bürger gerne einbeziehen, gerade bei ganz vielen Planungsvorhaben. Also mein konkretes Problem, vor dem ich immer widerstehe, ist, die Verwaltung macht halt Vorschläge. Ich nehme an, das ist auch auf Landes- und Bundesebene genauso. Die sind aber schon abgesprochen. Also da steht im Prinzip das Gesamtkonzept. Und wann immer man da Dinge ändern will, ist man zu spät. Das geht den Bürgern so, noch krasser als den Politikern. Aber den Politikern geht das in Wahrheit auch noch so. Das heißt, es gibt unglaublich viele Planungsschritte, die man nicht sieht. Und ganz am Ende fällt so ein Ergebnis raus, was auch technisch von der Verwaltung so weit aufbereitet ist, dass es unglaublich schwierig ist, einen qualitativen Gegenvorschlag zu machen. Also der vielleicht argumentativ besser ist, verliert der eigene Vorschlag oder der Bürgervorschlag trotzdem, weil er einfach technisch weniger ausgereift ist. Also da ist halt keine Cut-Zeichnung, sondern eine Buntstiftzeichnung. Und das ist, die ist halt nicht abgemaßt und all solche Sachen. Und da sind so Sachen, wo ich denke, da kann man relativ viel tun, auch in Richtung halt auf Bürgerbeteiligung und Demokratiezeug. Ist im Prinzip zweistufig. Zuerst muss man halt die Informationen irgendwie aus der Verwaltung raustragen und zwar am besten kontinuierlich und dann halt irgendwie so aufbereiten, dass Leute ohne große Hürden, also halt nicht, ja, der Plan hängt doch aber im Rathauskeller aus, also das ist ja nicht fiktiv, was Anhalter durch die Galaxis da beschreibt, das ist ja genau so. Halt kontinuierlich irgendwie ins Internet machen und dann möglichst einfache Lösungen halt machen, dass die Leute auch was zurücktransportieren können. Also momentan konkret bin ich so ein bisschen dran, Planungsunterlagen halt vor den Ratssitzungen ins Internet über OpenStreetMap zu legen, zu verknüpfen mit anderen Daten. Und das nächste, was wir da wahrscheinlich angehen, ist, dass die Leute auch drauf rummalen können, dass die halt sagen können, hier, das gefällt mir nicht, die Bushaltestelle da ist scheiße, ich will die woanders hin haben. Wir haben das schon einmal halbwegs erfolgreich durchgezogen für so ein Radwege-Problemnetz. Also die Verwaltung hat gesagt, oh, wir hätten gerne mal so ein paar, wo die Politik so denkt, dass wir was tun sollten. Und wir haben halt den Leuten gesagt, okay, wir haben keine Ahnung davon, aber es macht nichts. Die Braunschweiger wissen schon, wo die Radwege scheiße sind. Macht uns Marker auf OpenStreetMap-Karten. Wir haben der Verwaltung 400 Problemfälle geliefert und die werden jetzt abgearbeitet. Und ich denke, von der Idee her kann man das bei ganz vielen so Planungsvorhaben machen. Und ich glaube, da ist relativ viel Raum. Man kann das auch wahlkampftechnisch verwursten. Also das Schöne an sowas ist, dass es hat relativ viel Reichweite. Und wenn die Technik da ist, ist das auch kein Problem, denke ich, dass in Niedersachsen weit relativ zeitnah durch die ganzen Kommunalfraktionen, die wir haben, auszurollen, weil es ist ja doch immer dasselbe. Also ich meine, eine Stadt sieht zwar anders aus als die andere, aber was sie tut, ist im Wesentlichen gleich. Also jetzt vom Verfahren her. So, das ist so das, wo ich momentan konkret quasi am meisten in diesem Thema dranhänge. Sunny saß jetzt die ganze Zeit schon hier. Wolltest du jetzt Briefing machen? Sunny? Ja? Ja, also, im Prinzip beantwortet jetzt gleich jeder für sich die Frage, was ist das, was ich kann, was ist mein Thema, bei dem ich erste Ansprechpartnerin für Anita bin? Wie heiße ich? Was ist die Verbindung zwischen mir persönlich und diesem Thema? Warum sollte man mich dazu fragen und nicht irgendjemand anders? Warum interessieren die Menschen sich für mich und die Verbindung? So. Also, ihr müsst im Prinzip sowas wie eine Geschichte erzählen können über euch und die Verbindung zum Thema. Dann die nächste Frage, wie will ich dieses Thema platzieren, was will ich dazu machen, möchte ich dazu arbeiten oder möchte ich mit irgendwelchen Leuten dazu in Verbindung treten? Ne? Und als letztes, was sind die weiteren Schritte, wie geht es vorwärts? Was passiert? Nee. Das ist die letzte für die Gruppe hier. So, 10 Stifte hatte ich, das reicht ja für 6 Gruppen, oder? Habt ihr das verstanden? Ist es klar geworden? Im Prinzip malt jeder für sich so ein Plakat und ihr besprecht mit den anderen eure Geschichte. Und grenzt euch voneinander ab. Das ist die Dokumentation am Ende. Wir machen die dann keinen. Ihr müsst die nicht so malen, aber
Nee, das ist erstmal nur eins zur Vorlage. Ihr habt den Vorteil, dass ihr... Und da unten liegen eure, genau. Ja, ihr müsst ja nicht malen. Jeder von euch soll sein Thema bestimmen, seine Geschichte zu diesem Thema bestimmen, erklären können, wie er es platziert und sagen, was er als nächstes tut. Alles klar? Also ganz einfach ist Bruno zum Beispiel mit seinem Urheberrechtskrams, der klar einen Slogan dazu entwickelt, der sagt, ich möchte mit den und den Leuten sprechen, ich habe jetzt runde Tische gemacht, ich möchte in Zukunft das und das machen, meinetwegen eine Kampagne oder ich möchte YouTube-Videos dazu drehen oder frag mich nicht. Und dazu möchte ich mit dem Themenbeauftragten sprechen oder ich bin sogar selber. Ne? Wie arbeiten wir dann zusammen? Ja. Es klingt ein bisschen eine Hausaufgabe in der ersten, auf den ersten Blick, aber ihr habt euch jetzt extra Gruppen zusammengesucht, wo die Themen sich überschneiden, krass überschneiden. Das heißt, ihr grenzt euch aus zueinander ein bisschen ab, sprecht zum Beispiel zusammen Kampagnen, Sachen, die ihr machen möchtet. Ihr seid jetzt quasi nicht mehr alleine mit eurem Thema, sondern ihr nur in dem ersten Schritt sagt ihr die Geschichte und im zweiten Schritt, wie platziere ich das, wie geht es vorwärts, was tue ich damit? Das ist das, was im Prinzip, also es würde sich ja jetzt hier irgendwie 8-9 Mal überschneiden, ne? Habt ihr es ein bisschen verstanden? Also wir machen jetzt so weiter wie wir. Ja, genau. Würde ich auch denken. Und dann okay. Ist das quasi nur das Ergebnis. Also alles klar. Und dann soll ich es aufschreiben. Gut. Es gibt auch noch eine super Geschichte dazu übrigens. Das ist die Geschichte von dem Weg, der durch das Haus gehen sollte. Also seitdem bin ich auch davon überzeugt, dass Verwaltungen fachlich nicht immer die besten sind. Und unsere ist schon nicht schlecht. Also es gibt eine super Story von dem Antrag, wo die Verwaltung einen Weg geplant hat. Und in dem Moment, wo wir es über OpenStreetMap gelegt haben, sich herausstellt, dass leider auf diesem Weg ein Haus steht. Das dazu geführt hat, dass wir im Ausschuss gefragt haben, Entschuldigung, Sie planen einen Weg, da ist ein Haus drauf. Und die Verwaltung hat gesagt, nein, da ist kein Haus drauf. Das hat dazu geführt, dass das Thema vertagt wurde und größere Mengen Politiker und Verwaltungsmenschen dahin gelaufen sind, um diese Frage zu klären. Selbstverständlich stehen da Häuser. Also das ist immer sehr schön. Das kann man auch tatsächlich mal irgendwie, so wenn Journalisten fragen, wofür ist das gut und so, kann man sagen, ja, da wurden konkret Kosten vermieden. Ja, da hat es Sinn gemacht, solche Dinge zu tun und das hätte auch jeder Bürger gemerkt, im Zweifelsfall der Mensch, der in diesem Haus gewohnt hat. Ja, okay. Ich schreibe das einfach mal auf und ich glaube, irgendjemand sollte in der Zeit vielleicht weiterreden, weil zuhören und schreiben geht, glaube ich, gleichzeitig, oder? Okay, können wir machen. Ich dachte, schreiben und hören geht gleichzeitig, aber bitte. Also dann darf ich ja meinen Titel auch so nennen, wie ich will. Yes! Ich hänge da nämlich schon sehr lange dran an diesem Thema. Für mich ist das wirklich ein Kontinuum und da ich sehr, sehr lange und schon sehr viel auch mit Medienvertretern drüber rede, kenne ich diesen Dauervorwurf von ihr Piraten seid doch so für Transparenz. Wieso habt ihr es denn da auf einmal mit dem Datenschutz? Das ist doch nicht Transparenz. Und dann fange ich immer an zu erklären, dass es einen Unterschied gibt zwischen gläserner Staat und gläserner Bürger. Das eine ist gut und wollen wir haben aus den Gründen Antikorruption, bessere Entscheidung, mehr Durchblick, bla bla bla, kennt ihr alle. Und das andere betrifft eine private Person, die nicht von Steuergeldern lebt, die nicht Volksvertreter ist, also für uns arbeitet, sondern einfach ein stinknormales Individuum. Der Staat ist ja für die Bürger da und keinesfalls umgekehrt. Deswegen ist für den einen die Transparenz eben zu wollen und für den anderen nicht. Diese Geschichte muss man denen immer wieder erklären. Deswegen macht es als Gegenüber auch durchaus Sinn. Was ist ansonsten meine Hintergrundgeschichte dazu? Ich habe ja schon erzählt, dass ich das seit vielen Jahren mache. Ich habe sehr, sehr viel mit Verwaltungen zusammengearbeitet. Ich war für ganz viele Wettbewerbe Jurymitglied bei EU Open Data Challenge, für den ersten deutschen Apps-Wettbewerb, für Berlin Open Data Wettbewerb, für Bremen, jetzt aktuell für den deutschen Online-Partizipationspreis. Da darf ich noch nichts drüber sagen, weil die Preisverträge sind noch ganz geheim. Aber da habe ich zumindest 25 Partizipationsprojekte im deutschsprachigen Raum, 2 waren aus Österreich, gesehen und kann sagen, da tut sich langsam wirklich was. Das sind ein paar richtig gute Projekte dabei, die man dann auch als gute Beispiele herziehen kann. Die Preisverleihung ist jetzt Mitte Mai und danach kann ja jeder dieses Wissen verwenden und auf diese guten Beispiele zeigen und sagen, es funktioniert, es können auch kleinere Kommunen, es ist machbar, wenn man es will. Und ich habe auch sehr schlechte Beispiele gesehen bei den Einreichungen, wo man nämlich erkennen kann, es ist ein Feigenblattprojekt. Das gibt es total oft, weil Partizipation ist ja in aller Munde, alle wollen sie mehr teilhaben, mehr Transparenz. Wenn es ums Eingemachte geht, wollen sie es nämlich doch nicht. Dann machen sie Gesetze, die heißen Transparenzgesetz und haben noch nicht mal mit Informationsfreiheit zu tun. Das weiß nicht, wo war das gerade, in Hessen oder so, wo dieser
SPD-Politiker Reims erklärt hat, also Informationsfreiheit, das wäre ja dann sowas wie Vorratsdatenspeicherung für die Verwaltung und das findet er ja ganz böse. Da fällt er mir als Pirat gar nichts mehr zu ein. Also da ist offensichtlich jemand ganz schlecht gebildet und auch nicht on track mit seinem eigenen politischen Programm. Aber wir sind da wirklich die Einzigen, die ganz konsequent sind, die sagen können, es gibt ein Transparenzgesetz in Hamburg. Das ist der Status quo, unter dem geht gar nichts mehr. Es geht sogar noch besser und wir waren daran beteiligt. Und das, warum es in Hamburg funktioniert hat, ist, weil unterschiedlichste Gruppen miteinander dran gearbeitet haben und die das quasi der Verwaltung von außen aufgezwungen haben. Da, wo wir in Landtagen drin sind, können wir es auch von innen versuchen. Wo wir draußen sind, können wir das praktisch in jedem einzelnen Bundesland als Wahlkampfthema platzieren und versuchen, sowas reinzukriegen. Ich habe ansonsten sehr, sehr viel mit NGOs zu tun. Ich habe das Government 2.0 Netzwerk Deutschland selbst gegründet im Jahre 2009, habe das Open Government Barcamp damals nach Deutschland geholt und auch mit organisiert und initiiert und habe von daher viele Erfahrungen auch mit Vereinen, die sich mit dem Thema befassen. Ich bin auch drin in der Open Government Partnership Deutschland, weil an der internationalen Open Government Partnership der 60 Länder angehören, Deutschland immer noch nicht dabei ist. Und wir seit 2 Jahren Lobbyarbeit von unten machen, die Bundesregierung dazu zu bringen, endlich beizutreten. Dazu gab es auch eine Informationsfreiheitsanfrage und aus dem Kanzleramt kam die Antwort, oder aus dem Innenministerium, dass man es ressourcentechnisch nicht gestemmt kriegt. Aber gegenüber, das war interner Verkehr, der veröffentlicht wurde, deswegen stand es da so offen drin, die konnten ja nicht ahnen, dass es veröffentlicht wird später. Da stand dann halt drin, dass man es gegenüber den Graswurzelbewegungen aber wahrscheinlich nicht mehr lange aufrechterhalten kann, nicht Mitglied zu werden, weil es peinlich wird. Und peinlich ist es inzwischen längst, da reiben wir also auch immer wieder Salz in die Wunde und erzählen diese Geschichte. Und dann haben wir ganz groß das Thema Open Data. Es gibt inzwischen einige Bundesländer, die Open Data haben. Das Open Data Portal in Berlin ist entstanden nach 2 Jahren Aktionsplattform Open Data Berlin. Das war auch eine Graswurzelbewegung, an der war ich auch beteiligt. Seitdem gibt es ein paar mehr Bundesländer, die das machen. Bremen, Rheinland-Pfalz, Hamburg, Rostock, also auch Städte sind dabei, sogar kleinere wie Moers. Und nachdem es 2,5 Jahre Vorlauf hatte, auch das nationale Open Data Portal Deutschlands, das sich umbenannt hat in GAF Data Portal, weil es nämlich sogenannte Deutschland-Lizenzen verwendet, von denen eine die kommerzielle Nutzung nicht erlaubt. Damit ist es kein Open Data Portal mehr. Es verlässt also die internationale Richtung Open Data und macht irgendwas Eigenes. Und andere Länder wie NRW, Rot-Grün regiert, die haben seit 2010 Open Data in Reinkultur im Koalitionsprogramm, aber machen das nicht. Das ist eine wichtige Kommunikationsstrategie, wenn wir uns gegen den Grünen abgrenzen. Da, wo die in Regierungen sind, machen sie es entweder gar nicht oder komplett unsauber. Die haben immer noch kein Open Data Portal, 3 Jahre nach Regierungsantritt. Und das, was sie jetzt geplant haben, soll diese bekloppten Deutschland-Lizenzen verwenden. Also die eine nicht kommerzielle Nutzung verboten, die andere Deutschland-Lizenz, die hat ein anderes Problem, weil sie zum Beispiel vorgibt, dass bei einer Verarbeitung und Benutzung dieser Daten für eine App zum Beispiel man die Quellennennung nur unter Vorbehalt hat und dass irgendwann mal die eigentliche datengebende Behörde sagen kann, ihr müsst den Quellenowner wieder rausstreichen. Das heißt, man hat eigentlich eine Datenverwendung auf Abruf und das widerspricht auch jedem internationalen Standard. Wir verlassen hier europäische Entwicklung, internationale Entwicklung, das passt alles überhaupt nicht zusammen. Ja, das war sozusagen die gläserne Startgeschichte, wo wir wirklich genug Futter haben. Die gläserne Bürgergeschichte, da reicht es, glaube ich, wenn ich Stichwörter fallen lasse. Da haben wir die Bestandsdatensache. Die alten Themen wie Vorratsdatenspeicherung sind ja auch noch nicht wirklich vom Tisch. Die kommen immer wieder auf anderen Wegen hoch. Und wenn es über Europa ist, da ist also jede Menge zu tun. Aber da gibt es andere Leute wie Katascha, die da sicherlich noch stärker im Stoff sind. Bei mir ist es hauptsächlich im Sinne der Abgrenzung von diesen gläsernen Startdingern. Was mir noch ein wichtiges Thema ist, ist in diesem Zusammenhang auch das gläserne Parlament, dass wir beim Thema Antikorruption das ganze Thema Nebeneinkünfte haben von Steinbrück und Co., dass wir die Parteienfinanzierung, die Spenden und das Sponsoring angreifen. 75% aller Parteispenden sind intransparent, weil sie nicht über Mitgliedsbeiträge, sondern über Sponsoring, wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb und anderes kommen. Viel davon kommt
über Spenden rein. Von den Spenden sind auch 75% intransparent, weil erst ab 10.000 Euro veröffentlicht werden muss, wer gespendet hat. Und das sind halt nur 25% vom Volumen. Das heißt, 39 Millionen im Jahr sind intransparente Spenden. Und bei dem Sponsoring für irgendwelche Parteitage ist es genauso. Da kostet so eine Bude auf dem Parteitag genauso viel wie auf der CeBIT. Eine Anzeige in einer parteieigenen Zeitung kostet so viel wie im Spiegel. Das steht in keinem Verhältnis. Das ist verdeckte Parteienfinanzierung und da müssen Gesetze verändert werden. Wir haben auch immer noch nicht die UN-Konvention zur Antikorruption unterzeichnet. Seit 1996 haben wir sie unterzeichnet, aber nicht ratifiziert. Und das einzige Ratifizierungshindernis ist, dass wir immer noch kein Verbot für Abgeordnetenbestechung haben. Und ich finde es ziemlich hanebüchen, dass sich Bundestagsabgeordnete dagegen weigern, Abgeordnetenbestechungen unter Strafe zu stellen, weil es eigentlich der No-Brainer ist. Das sind nur noch eine Handvoll Staaten, die das nicht ratifiziert haben, solche wie Saudi-Arabien, mit denen stehen wir jetzt in einer Reihe. Und auch das ist ein Angriffspunkt, den wir jederzeit aus der Tasche ziehen können, weil da tut keine einzige Partei was dagegen. Bei diesen ganzen Geschichten, die wir gerade in Bayern haben, mit dem in die Tasche arbeiten, wo Familienangehörige ersten Grades beschäftigt wurden, sogar vom Fraktionschef, vom Kultusminister, vom Haushaltsausschussvorsitzenden, Ehegatten, eigene Kinder, 13-, 14-jährige Kinder wurden da angestellt und von Steuergeldern bezahlt, von Parlamentariern. Sowas geht halt auch überhaupt nicht. Und diese Regelungen sind einstimmig angenommen worden. Da waren alle Parteien beteiligt, alle, die im Landtag sitzen. Auch das ist eine Abgrenzung, die wir jederzeit bedienen können. Ja, wie will ich das Thema platzieren? Also ich mache ganz viel mit der Bundespresse schon zusammen. Wir haben schon ganz viele Pressemitteilungen zu allen möglichen, alles was so Open Government-Thema war, gemeinsam rausgegeben. Vielleicht hat es der ein oder andere mal mitgekriegt. Ich habe auch Blogtexte für die Bundesseite schon geschrieben und ich werde zu diesem Thema bundesweit auch sehr oft eingeladen und erzähle dann irgendwas irgendwo. Und das habe ich weiter vor. Also anders werde ich es wahrscheinlich auch gar nicht machen. Das ist das, was ich kann und was ich auch als nächstes tun werde. War jetzt ein bisschen lang, aber ich bin ja auch Bundesbeauftragte für das Thema. Wenn ich da jetzt nicht mehr erzählen könnte, dann wäre es peinlich. Ach so, du willst ja nichts sagen. Du bist ja nur die Presse. Ja, also für mich ist das Thema Teilhabe fördern als Teil Bürgerrechte, Transparenz unheimlich wichtig. Es ist so, ich arbeite in einer Stadtverwaltung, also in einer Verwaltung, die eben genauso transparent ist wie jede andere Verwaltung oder eben nicht. Und bin dadurch natürlich immer auf der einen Seite bin ich Bürger und merke von außen, was mich stört. Und auf der anderen Seite bin ich Mitarbeiter und merke von innen, was mich stört. Und sehe eigentlich auch das Problem, also diese ganze Sache mit Demokratie. Ich meine, wir können doch nicht einfach nur sagen, ja, beteiligt euch mehr, macht mal, macht mal, macht mal, wenn die Informationen einfach auch nicht zugänglich sind. Das fängt an, auf der einen Seite hat man die Initiative, man möchte Bürger beteiligen. Ich finde das Wort Bürgerbeteiligung eigentlich schon ganz, ganz hölzern und traurig, weil Demokratie macht Spaß, gesellschaftliches Engagement macht Spaß und genau den Punkt muss man doch eigentlich fördern. Man muss nicht fördern, dass einfach jemand endlich sich beteiligt, sondern diese Motivation, dass das was Tolles ist und dass das richtig ist und dass jeder sich engagieren möchte, weil es um ihn selber geht und um die Gesellschaft, in der er lebt. Das ist so für mich der ganz große Punkt, dieses Teilhabefördern im Bereich Transparenz, weil der Punkt ist dann einfach, ich gucke im Internet und finde die Informationen nicht. Und das liegt nicht daran, dass ich Google nicht bedienen kann, sondern einfach, weil es nicht transparent da ist. Das fängt schon an bei den auf Kommunalebene, also wir sind auch kommunalpolitisch ganz doll aktiv in Dessau. Mal mehr, mal weniger, ist auch immer eine Zeitfrage. Teilhabe fördern, wir Piraten, wir müssen vor Ort sein, wir müssen da hingehen, wir müssen uns mit Menschen unterhalten. Also wir haben unser Grundsatzprogramm und das ist ganz toll, aber die Menschen kommen nicht zu uns und sagen, und was macht ihr so? Sondern wir möchten motivieren, wir möchten alle dazu aufrufen, eben nicht nur alle 4 Jahre ihr Kreuz zu machen und sich dann mal zu informieren oberflächlich, sondern jeden Tag einfach Interesse daran zu haben, was um einen herum passiert. Und das ist so dieses ganze dieses Teilhabefördern eben, dass man ja, Menschen motiviert, dass es Spaß macht, Politik zu machen. Ja, und ja gut, was habe ich jetzt beantwortet? Wie will ich das Thema platzieren? Das Schöne an Teilhabefördern ist,
dass man es in jedem Thema platzieren kann, was du vorhin auch so schön gesagt hast, gerade kommunalpolitisch ist das wahnsinnig klasse, weil man tagtäglich kommunalpolitisch irgendwo aktiv sein kann und damit auch aktivieren kann. Also wir sind ja irgendwo auch Multiplikatoren. Wir wollen doch zeigen, dass das Spaß macht, dass wir Politik machen und Gesellschaft mitgestalten. Kommunalpolitisch haben wir Bürgerhaushalt mit, also betreuen das mit, wir machen da mit. Es gibt eine Netzwerkgruppe, die setzt sich zusammen aus Verwaltung, aus anderen Parteien, aus interessierten Menschen. Da sind wir auch mit dabei, haben letztes Jahr Flyer verteilt, weil wir der Meinung waren, dass diese Aktion, es gab eine Postkartenaktion, eine Umfrage dazu, welche Themen sind Ihnen wichtig in Dessau, machen Sie mal 1 bis 10 irgendwie nummeriert. Und diese Postkarten wurden im Amtsblatt verteilt. Nun ist es so, dass das Amtsblatt bei mir, ja, richtig, bei mir, selbst ich lese es nicht. Mache ich nicht, nein, muss ich auch nicht, weil es steht, das, was mich interessiert, finde ich darin nicht. Und die Sachen, die dann drinstehen, das ist auch alles schon zu spät. Also ich bin nicht zeitnah informiert, wenn ich das Amtsblatt lese. Ja, und da haben wir gesagt, das geht so nicht. Wir müssen ganz vielen Menschen erzählen, hallo, passt auf, dieses Amtsblatt ist total wichtig, weil da sind Postkarten drin und es geht um euch. Diese Postkarten sind eine doofe Idee, aber macht mit, macht mit, macht mit. Das ist total cool. Wir können uns jetzt beteiligen, wir können uns einbringen. Immer meckern alle, keiner beteiligt sich, keiner bringt sich ein. Jetzt, jetzt, jetzt ist die Chance. Es waren, glaube ich, 20.000 Flyer. Wir sind ein ganz kleiner, aktiver Kreis in Dessau. Wir hatten auch Unterstützung dann aus anderen Regionen. Wir haben es nicht geschafft, alle zu verteilen innerhalb von einer Woche. Es waren dann auch Terminprobleme, dass das Amtsblatt irgendwie eine Woche früher ausgeteilt wurde, als wir das dachten. Ja gut, wir waren wahrscheinlich auch nicht 100%ig informiert. Transparenz, Dinge öffentlich ankündigen. Ja, es war absolute Nacht- und Nebelaktion, dann das Verteilen. Das haben wir bei dem Thema schon gemacht. Es gab eine überwältigende Reaktion. Also es ist so, der Stadtrat hatte eine Quote von 10% gesetzt. Jetzt müssen 10% der Postkarten zurückkommen. Ist absolut utopisch. War auch allen klar. Natürlich. Die normale Quote ist so bei 4-5%. Dann ist das okay, weil nein, die meisten Menschen füllen nicht einfach eine Postkarte aus, weil es auch nicht so wirklich was bringt. Wir hatten eine Quote von 7,1% oder sowas. Das ist bundesweit bei so einer Postkartenaktion zu dem Thema, also relativ speziell abgegrenzt, die größte Resonanz, die man hatte bisher. Also es war spitze, es war total toll, trotz dieser ganzen Hürden. Und jetzt aktuell, nächste Schritte ist es so, dass wir natürlich weiterhin dort mitarbeiten und neben dem Thema Bürgerbeteiligung durch dieses Bürgerhaushalt natürlich auch diese Transparenz immer mehr mit einbringen wollen. Dass es eben nicht sein kann, stell den Menschen 10 Fragen. Wenn die Hintergrundinformationen nicht haben, können sie auf die Fragen nicht richtig antworten. Das fing bei dieser Postkarte an mit Transparenzproblemen. Es gab 10 Punkte darauf, die man verteilen musste. Und dann hatte man diese tollen Begriffe wie Ordnung und öffentliche Ordnung und Sicherheit, Schulen, Bauen, Wohnen, Verkehr. Das waren ganz, ganz, ganz leere Begriffe. Also als Mensch, wenn ich nicht in der Verwaltung wäre, hätte ich mir nicht vorstellen können, was ich jetzt da eigentlich entscheide. Dann kommt dazu, dass es um Investivhaushalt geht. Das heißt, es geht nicht mal einfach komplett bei Schulen darum, irgendwas Geiles in Sachen Bildung irgendwie umzusetzen, was kommunalrechtlich möglich ist. Es kommt ja dazu, kommunalrecht kannst du ja nicht alles machen. Nein, es ging, Investivhaushalt heißt irgendwie Schulbau, Grundmodernisierung und ähnliches. Ja, und das war alles relativ unklar und da haben wir dann natürlich auch auf diesen Flyern erklärt, worum es eigentlich geht. Und das ist eben nächste Schritte, dass das wirklich intensiviert wird, dass nicht nur diese Bürgerbeteiligung motivierend aufgerufen wird, sondern auch die Informationen dazu da sind. Das halte ich für absolut wichtig. Und durch diese kommunalpolitische Schiene hast du natürlich auch Bundesthemen immer mit dabei, weil wir sind ja nicht, es ist ja nicht alles so für sich abgegrenzt, das ist wie vorhin mit der Themenwahl, das ist fließend, weil Teilhabe fördern ist auch BGE, weil was ist denn das größte Problem an der Teilhabe? Das kostet verdammte Scheiße richtig viel Zeit und die meisten Menschen haben die Zeit nicht. Ja, fertig. Ja, also was mich dazu bewegt hat, in diese Gruppe zu kommen, war der Themenpunkt Stärkung direkter und digitaler Demokratie. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen war die Basisdemokratie
der Grund, weswegen ich überhaupt in diese Partei gekommen bin. Ich war vorher politisch gar nicht aktiv. Es war gar nicht aus Desinteresse, sondern der Hauptgrund war, weil ich einfach nicht wusste, wie ich mich überhaupt einbringen soll. Ja, also alle 4 Jahre ein Kreuz irgendwo zu machen, ist jetzt keine echte Teilhabe an der Politik. Dieses Thema Basisdemokratie, jeder darf mitmachen, Mitmachpartei, das war es, was mich letztendlich zu den Piraten gelockt hat. Und das ist es auch, was mich jetzt noch hier hält, ganz besonders. Und das ist der Hauptgrund, weswegen mich dieses Thema besonders beschäftigt. Wir haben jetzt im Moment in Schleswig-Holstein Kommunalwahlen am 26. Mai. Wir stecken also mitten im Kommunalwahlkampf. Ich lebe in Nordfriesland, auf Sylt, und wir haben uns für Nordfriesland, wir wenigen nordfriesischen aktiven Piraten, das sind, wenn man es weit fasst, sind es 6 bis 8 vielleicht, die da aktiv sind. Und wir haben uns untereinander überlegt, wie wollen wir den Kommunalwahlkampf bei uns im Kreis aufbauen und auch bei uns auf der Insel, weil auf Sylt treten wir zusätzlich auch noch zur Gemeinderatswahl an. Wir haben beschlossen, dieses Kernthema Bürgerbeteiligung als unser Hauptthema für den Wahlkampf zu nehmen und haben uns da die Plattform Liquid Friesland zum Vorbild genommen, die ja in Niedersachsen schon, ich glaube, relativ erfolgreich die Bürgerbeteiligung ausprobiert. Ja, wir wollten dann daraufhin einen Vortrag organisieren zu diesem Thema Bürgerbeteiligung. Und dann stand die Frage im Raum, ja, wo holen wir denn Referenten her? Anstatt lange nach einem Referenten zu suchen, habe ich dann, ich bin sowieso im Presseteam und im Team Öffentlichkeitsarbeit, habe ich dann kurzerhand den Sprung ins kalte Wasser gewagt und habe gesagt, naja, ich habe ja noch genug Zeit, ich bereite mal so einen Vortrag vor. Damals war es ein bisschen blauäugig zu sagen, ich habe ja noch genug Zeit. Die Zeit ging schneller ins Land als gedacht. Jetzt am 5. Mai halte ich den Vortrag das erste Mal. Diverse Kreise in Schleswig-Holstein haben sich schon angemeldet und haben mich gebeten, ob ich den Vortrag bei Ihnen auch halten kann. Ich werde ihn also in Husum, also für Nordfriesland und in Westerland für Nordfriesland und für Sylt speziell halten und vermutlich dann auch noch im Laufe der Kommunalwahl und vielleicht dann auch noch mal im Laufe der Bundestagswahl in diversen anderen Orten. Bürgerbeteiligung und Demokratie, speziell Liquid Democracy, ist, denke ich, in meinen Augen der nächste logische Schritt in der Entwicklung der Demokratie. Also wir sind an einem Punkt angekommen, das sehen wir an der Wahlbeteiligung derzeit. Bei der letzten Landtagswahl in Schleswig-Holstein waren es um die 60%. Bei Kommunalwahlen haben wir in der Regel eine Wahlbeteiligung von 50%, dass die Leute nicht zur Wahl gehen. Das sind die Hälfte, die nicht zur Wahl gehen. Das hat schon seine Gründe und das hat hauptsächlich die Gründe in einer Politikverdrossenheit, die aus einem Machtlosigkeitsgefühl herauskommen. Das war ja, du hast das ja vorhin so typisch gesagt, die da oben machen sowieso, was sie wollen. Das ist ja genau das, was uns auch jeden Tag auf den Infoständen entgegenschlägt. Und dagegen muss man erstmal anarbeiten, auch gerade auf den Infoständen. Da muss man den Leuten erstmal erklären, pass mal auf, bei uns soll es anders laufen. Aber es ist mittlerweile ein Misstrauen in der Bevölkerung gewachsen, dass du da kaum noch gegen anreden kannst. Also du willst den Leuten klar machen, hey, bei uns darfst du mitreden, aber es glaubt dir im ersten Moment erstmal keiner. Und es bedarf wahnsinnig viel Überzeugungskraft, den Leuten klar zu machen, dass wir nicht die sind, die die Antworten geben, sondern die, die die Fragen stellen. Und die Bürger, diejenigen, die die Antworten geben, sollen nach unserer Vorstellung. Und das ist mir aber ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den Leuten das klar zu machen. Und deswegen auch dieser Vortrag, der dann jetzt bald gehalten wird. Und es kommt auch immer die Frage, ist das denn so gut oder ist das nicht auch gefährlich, die Bürger überall ein bisschen mit einzubeziehen? Stichwort Stimmungspolitik. Ja? Ich nehme immer das Beispiel, dass sowas hört man allerdings, man hört auch, sind die Leute nicht teilweise, die haben doch zu wenig Ahnung. Das hört man aber weniger von der Bevölkerung, sondern das sind immer die Argumente, mit denen die Politiker versuchen, ihre Macht für sich zu behalten. Ja. In der Bevölkerung
hörst du sowas weniger. Also in der Bevölkerung habe ich eher dann schon die Frage der Stimmungspolitik tatsächlich gehört. Ein Beispiel ist eine Frage gewesen, ja, aber was ist denn mit der Todesstrafe? Die Todesstrafe ist abgeschafft, das ist auch gut und richtig so und das soll auch so bleiben. Aber wenn in den Medien plötzlich eine ganze Reihe Kindesmissbrauchsfälle laut wird, dann wird natürlich sofort aus einer verständlichen Reaktion heraus eine unverständliche Forderung nach Todesstrafe für Kinderschänder in dem Beispiel. Das ist ein sehr prekäres Beispiel, da muss man sehr, sehr vorsichtig mit umgehen. Aber nichtsdestotrotz ist es halt diese Stimmungspolitik, die den Leuten Angst macht, mehr Bürgerbeteiligung zu wagen und die auch Politikern Angst macht. Und deswegen habe ich auch mal den Blick über den Tellerrand gewagt und habe mal geschaut, wie sieht es denn im europäischen Umland, in unseren europäischen Nachbarländern aus. Also beispielsweise in Dänemark gab es im Laufe der Geschichte 21 Fälle von direkter Bürgerbeteiligung landesweit. Jetzt nicht auf kommunaler Ebene, sondern auf Ebene des gesamten Landes Dänemark. 21 Fälle im Verlauf der Geschichte. In Frankreich gab es 11, in Deutschland 0. Das ist im Grundgesetz schlichtweg nicht vorgesehen, bis auf wenige Ausnahmen. Ist direkte Bürgerbeteiligung und Plebiszit einfach nicht vorgesehen. Und wenn wir uns mal die Schweiz ansehen, in der Schweiz gab es im Laufe der Geschichte 584 Fälle direkter Bürgerbeteiligung. 584 Fälle. Und wenn man sich dann mal genau die Schweiz ansieht und sich mal überlegt, warum ist das denn so anders? Wie klappt das denn? Da kann man nur sagen, das klappt so gut, dass die Schweiz eine derartig nachhaltige und derartig sichere Demokratie hat. Von der geschichtlichen Entwicklung heraus schon und direkte Demokratie und direkte Bürgerbeteiligung, dass sie aufgrund dieser, die Demokratie ist dann nicht nur eine Staatsform, das ist wirklich ein Geisteszustand bei den Schweizern. Also die leben, die wachsen auf mit direkter Bürgerbeteiligung, diese Werte werden den Kindern von klein auf an vorgelebt und das hat dazu geführt, dass die Schweiz selbst dieses Massensterben der Demokratien um 1919, trotz Zweitem Weltkrieg und trotz Weltwirtschaftskrise, ihre Demokratie behalten konnten. Und diesem Massensterben der Demokratien und diesen diktatorischen und antidemokratischen Bewegungen der Zeit damals widerstehen konnten. Das zeigt doch, wie mächtig Bürgerbeteiligung, wie mächtig Basisdemokratie überhaupt ist. Das lässt sich nicht eins zu eins von der Schweiz auf uns kopieren. Das ist ein langer Weg, den man gehen muss. Das fängt an, wie schon gesagt, einfach mit der Geisteshaltung der Menschen, sich wieder als Teil der Gesellschaft zu verstehen und da nicht nur ihre Rechte drin zu sehen, sondern auch die Pflichten, die dazu gehören, nämlich auch für die Gesellschaft was zu tun und was zurückzugeben. Das ist der Grund, weswegen mir das Thema so wichtig ist. Wie ich das Thema platziere, das habe ich schon mit eingebaut. Ja, ich möchte mit diesem Vortrag, wenn er denn gut läuft, weiter durchs Land reisen und den noch anderswo vortragen. Und ich möchte, mir ist es insbesondere auch wichtig, mit den Menschen direkt vor Ort an Infoständen überall zu sprechen, weil ich merke, da treffe ich zwar nur auf wenige Menschen, aber die Menschen kann ich dann im direkten Gespräch auch immer noch am besten überzeugen. Also ein Interview lese ich mir durch, lege ich beiseite oder gucke ich mir kurz an und dann lege ich es auch geistig erstmal wieder beiseite. Das beeinflusst mich lange nicht so stark wie der direkte Kontakt mit den Menschen. Und deswegen ist mir das ganz wichtig, immer mit den Menschen ganz direkt in Kontakt zu treten. Ja, das war es soweit. Kann ich ganz klein, ich hole nur ganz schnell meinen Kaffee. Ja, machen wir eine kurze Pause. Warten wir mal auf den Kaffee. Dann können wir jetzt endlich weitermachen. Ja, also dieses Thema Teilhabe ist auch mir unglaublich wichtig. Ich habe mir vor der Bundestagswahl 2009 lange Gedanken gemacht, wo ich denn mein Kreuz setze, bevor ich irgendwie von den Piraten gehört hatte. Und die erste Idee, grün zu wählen, habe ich dann verworfen, nachdem ich mir angeguckt habe,
Wofür stehen denn eigentlich die Grünen und wie stimmen sie tatsächlich ab? Was passiert tatsächlich, wenn die Grünen in Verantwortung stehen? Und da stellt man fest, das passt eigentlich in häufigen Fällen überhaupt nicht zusammen. Und habe ich auch bei anderen Parteien geguckt, also die für mich irgendwie annähernd wählbar sind, also SPD und CDU fiel halt von vornherein sogar raus. Bei den Linken hat sich das Problem ergeben. Schaut man zum Beispiel in Brandenburg, hat die Linke wie verrückt gegen das Thema der CCS-Gasverpressung gepoltert und am Ende sich aber doch dafür ausgesprochen. Und das zieht sich eigentlich durch die ganze Bank weg, sodass meine eigentliche Entscheidung dann immer noch nicht wissend von den Piraten war, nicht zur Bundestagswahl zu gehen, weil es für mich keinen Sinn gemacht hat, irgendwo mein Kreuz zu setzen, weil ich genau nichts bewegen konnte. Das mag vielleicht für manche Leute ein legitimer Entscheidungsgrund sein, irgendwie etwas zu verhindern und deswegen was anderes zu wählen. Das ist für mich aber nicht zufriedenstellend. Und dann tauchten langsam die Piraten auf, so in meinem Wahrnehmungskreis. Und wie gesagt, Anfang habe ich sie nicht ernst genommen, dachte, das wäre eben eine Spaßpartei. Ein Freund hatte mich auf die Piraten gebracht und ich habe, also kurz nach der Europawahl hatte das angefangen und wir haben ein halbes Jahr immer diskutiert, wo ich ihnen mal die Piraten schlecht geredet habe und er immer gesagt hat, nein, die meinen das ernst und so. Und rund einen Monat vor der Bundestagswahl hat er mich dann überzeugt gehabt und ich habe mich ausreichend viel eingelesen und bin dann auch aktiv geworden und habe mich zum Glück nochmal dann entschieden, doch zum Bundestagswahl zu gehen und ein Kreuz zu setzen, weil ich bei den Piraten erstmals das Gefühl habe, denen ist meine Meinung wichtig. Die legen Wert darauf, was der Wähler sagt und sind auch bemüht, Wege zu schaffen, mit dem Wähler auch zu kommunizieren und die Meinung der Bürger mit einzubeziehen. Und ja, da sehe ich unseren ganz großen Pluspunkt. Wir versuchen tatsächlich, die Leute teilhaben zu lassen. Das ist in allen Fällen noch ausbaufähig. Wir streiten uns über irgendwelche Liquid-Feedback-Einstellungen oder über andere Tools oder wie auch immer man das machen müsste. Aber wir versuchen es, wir gehen es tatsächlich an. Und da ist einfach unser Alleinstellungsmerkmal und der unglaublich wichtige Punkt, den ich sehe, wo sich in der Politik unglaublich viel verändern muss. Und das zieht sich, also die Sache mit der Beteiligung zieht sich ja eben durch alle Ebenen durch. Wenn ich gucke, bei mir in der Stadt Eberswalde gibt es tatsächlich einen Bürgerhaushalt. Der ist total lächerlich, der besteht nämlich aus 50.000 Euro im Vergleich zu dem 70 Millionen Gesamtbudget. Wie ernst er von der Stadtverwaltung, von der Stadtverordnetenversammlung genommen wird, merkt man, wenn man sich so die Anträge anguckt. Also die Linke, die hatte jetzt kürzlich einen Antrag gestellt, den Haushalt zu verdoppeln. War aber nur ein Symbolantrag, das war ihnen eigentlich völlig egal, weil sie haben den gleich zurückgezogen. Hauptsache, es stand drin, es gibt einen Antrag von den Linken, wir verdoppeln das. Wurde aber gar nicht wirklich diskutiert. Andere Stadtverordnete meinten, ja, das ist sowieso unwichtig, lasst uns das Geld lieber streichen und für die Sanierung der Straßen nutzen. So ernst wird also das Thema Bürgerbeteiligung auch bei mir in der Stadt genommen. Und ja, ganz klar, warum? Naja, die Bürger, die können ja sowieso nicht entscheiden, weil dafür haben wir die Politiker, die gewählten Stadtverordneten, die können das viel besser machen. Alle. Alle sind schon fertig. Wir sind ja die größte Gruppe. Ja gut, ich mache schnell weiter. Dass es aber Quatsch ist, dass eben gerade die Bürger besonders gut entscheiden können, sieht man eben an den Orten, wo es tatsächlich betrieben wird. Bürgerhaushalt gibt es seit den 80er Jahren. Der erste Bürgerhaushalt, den es gab, war in Brasilien, Porto Alegre. Und da wird tatsächlich ein signifikanter Teil des Haushalts von den Bürgern bestimmt, wie der verteilt wird. Und zwar nicht nur so lieblos, dass es irgendwie kurz vorher einen kleinen Teil gibt zur Abstimmung, sondern da wird das ganze Jahr über gibt's regelmäßig Treffen
zu den einzelnen Ressorts, wo die Bürger entsprechend da diskutieren drüber können, wie die Mittel verteilt werden. Da werden von der Stadt Leute ausgebildet, damit die in den Haushaltsdingen Bescheid wissen, die ihr Wissen wieder anderen vermitteln können. Und so werden tatsächlich unglaublich viele Leute eingebunden und können tatsächlich echte Entscheidungen mit auch Tragweite treffen. Also nicht nur so ein Fitzelchen vom Haushalt, was so ein bisschen Brotkrumm hinwerfen ist, sondern tatsächlich wichtige Entscheidungen treffen. Und das funktioniert da seit vielen Jahren. Die Stadt ist irgendwie nicht im Chaos versunken und offensichtlich sind die Bürger doch nicht so blöd. Und vor allen Dingen schafft es eine ganz wichtige Sache, die häufig nicht vorhanden ist, eben, dass die Leute sich mit ihrer Region bzw. ihrer Stadt identifizieren. Wenn sie selbst das Bild prägen können ihrer Umgebung und Verantwortung übernehmen können, dann sind sie auch viel stärker gebunden an die Region und fühlen sich da wohler, können sich damit identifizieren. Und es ist nicht nur so ein, ja, wir leben hier halt und meckern ständig über, was passiert und die Stadtverordnetenversammlung, die macht sowieso irgendwelchen Blödsinn und was sie machen, ist wieder falsch, weil wurden ja die Bürger nicht gefragt. Und ja, da ist halt Beteiligung die einzige Heilungsform für. Ja, und der Rest ist relativ kurz. Bei mir gibt es nur die nächsten Schritte. Ich muss unbedingt meine ganzen Belastungen loswerden, die nichts mit der Kandidatur, mit dem Spitzenplatz zu tun haben, weil ich sonst zu nichts anderes komme. Ja, das ist der nächste große Schritt. Fängt er jetzt schon an? Oder? Ja, Jan meinte gerade, wir müssen endlich unter Zeit finden und draußen. Das ah, okay. Ja. Ja, okay, du bist Multitasking. Ja, dann versuche ich mich mal kurz zu halten. Ich habe mich eigentlich hauptsächlich wegen der direkten Demokratie hergesetzt. Ich bin da in Hamburg recht aktiv, habe das angesprochene Transparenzgesetz zum Beispiel mit unterstützt. Da möchte ich auch mal anschließen, was du kurz gesagt hattest, Verbindung zu anderen Einrichtungen, Vereinen, Institutionen etc. pp., dass das wichtig ist. Ist es definitiv, haben wir beim Transparenzgesetz gesehen. Bezogen auf die Piraten war es da sehr ärgerlich für uns, aber dass wir dadurch in die zweite, dritte, hundertste Reihe irgendwie gerutscht sind tatsächlich. Vordergründig dann, um die Leute beim Namen zu nennen, dass auf mehr Demokratie sozusagen als deren Erfolg dargestellt wurde, auch medial. Und sich vor allem dann hinterher auch die anderen Parteien damit gerühmt haben, dass sie das Transparenzgesetz umgesetzt haben. Zu bemerken ist aber, dass wir ungefähr 70% der Unterschriften gesammelt hatten. Alles, was aktiv quasi auf der Straße war, eigentlich großteilig von uns ausgegangen ist und ja, der mediale Output da mehr oder weniger null für uns war. War nicht so schön. Wir haben in Hamburg eine relativ weitgehende Volksgesetzgebung. Das heißt, wir haben auch die Möglichkeit des Bürger- und des Volksbegehrens. Bürgerbegehren findet auf Bezirksebene statt, Volksbegehren halt auf Landesebene. Wir persönlich im Bezirk hier, ich komme aus Nord, Hamburg Nord, haben jetzt schon auch ein Bürgerbegehren erfolgreich bestritten. Das hier ist in Langhorn eine Wohnsiedlung gewesen, wo zurzeit günstig gewohnt werden kann, also wo auch eher einfaches Quartier wohnt. Die sollte halt abgerissen werden und dort sollte Eigentum entstehen, groß nachverdichtet werden, also Luxuswohnungen im Prinzip, also das alte Quartier wäre weggentrifiziert worden und hätte dort nicht mehr leben können. Das konnten wir stoppen. Wir haben den guten, soliden Wahlkampf, obwohl der komplette Bezirk, also alle Parteien von CDU bis Linke waren halt für diesen Bebauungsplan, für diesen neuen Bebauungsplan, hat eine professionelle Werbeagentur sogar gegen uns gestellt, mit 100.000 Euro irgendwie substituiert. Wir hatten irgendwie ein paar Euros am Start und haben trotzdem mit 70% gewonnen. Ärgerlich an der Stelle, und das ist dann auch meine Geschichte, in Hamburg gibt es bei den Bürgerbegehren die Möglichkeit des Senates, die Sachen zu evozieren, nennt sich das. Das heißt, ein kompletter Bezirk, in dem Fall im Bezirk Nord, ungefähr 300.000 Leute, was einer Stadt entspricht tatsächlich, sind regulär zur Wahl gegangen, haben zu 70% entschieden, wir wollen diese Siedlung erhalten, sie ist erhaltungswürdig. Und dann kann der Senat an der Stelle sagen, nee, wir erklären das Votum der Bürger für ungültig. Und machen das trotzdem einfach so weiter, wie wir es für richtig halten, in dem Fall halt die Siedlung abzureißen. Aufgrund des Evokationsrechts. Das Evokationsrecht ergibt sich aus dem, es ist eine interessante Geschichte. Hamburg ist eine Einheitsgemeinde. Einheitsgemeinden kommen aus dem Dritten Reich. Also
Das können wir abschaffen, indem wir, da arbeiten wir nämlich dran, das ist dann ein Volksbegehren tatsächlich, was aber ein sehr großes, dickes Brett ist, weil es eine Verfassungsänderung ist, das heißt, ich brauche keine einfache Mehrheit beim Volksbegehren, sondern eine Zweidrittelmehrheit. Zudem kommt bei Verfassungsänderungen Volksbegehren dazu, dass eine Wahlbeteiligung von ungefähr 70% da sein muss. Das heißt, du kannst diese Abstimmung nur zu Bundestagswahlen oder Bürgerschaftswahlen parallel laufen lassen. Genau, das sind auch die Planungen, die laufen diesbezüglich auch schon. Wir versuchen halt, ein Volksbegehren bezüglich dieser Siedlung in Langhorn jetzt an den Start zu bekommen. Wir haben das oder versuchen das mit anderen Themen zu kombinieren, weil eine Langhorner Siedlung natürlich für Gesamt-Hamburg nicht sonderlich interessant ist. Das heißt, wir haben uns mit sehr vielen Initiativen innerhalb Hamburgs vernetzt, haben teilweise selbst Initiativen auch gegründet. Und haben dadurch jetzt wahrscheinlich die Schlagkraft zusammen, dass wir im Sommer das Ding angehen können. Also es ist so verfassungsrechtlich das dickste Brett, was in Hamburg nach dem Zweiten Weltkrieg gebohrt wurde, definitiv. Ja, und wir gucken mal, wie das geht. Da werden auch auf jeden Fall viele, viele Unterschriften nötig sein. Ja, da wir jetzt nicht mehr so viel... Ja, definitiv. So wird das auch... So wird es auch aufgezogen. Ist auch ein absolutes Hassthema, weil diese Einheitsgemeinde ist eine relativ ekelhafte Geschichte. Es kommt halt aus der Nazi-Zeit. Die Nazis haben so Einheitsgemeinden gemacht, also sprich Gebiete genommen und sie der Stadt zugefügt. So. Und dieses Top-Down kommt halt daher. So, dieses Evokationsrecht ist halt damals zusammen mit diesen Einheitsgemeinden festgeschrieben worden. Und deswegen haben wir dieses Evokationsrecht überhaupt. In Berlin ist auch eine Einheitsgemeinde, aber die haben es verfassungsrechtlich anders gelöst. Hier haben wir so Bezirksbürgermeister und sonst was, das heißt, aber hier haben wir die direkte Demokratie nicht so weit. Also wenn wir sozusagen das Wahlrecht, was wir in Hamburg hätten, auf Berlin ummünzen würden, so, dann hätten wir einen relativ idealen Zustand tatsächlich. Und das ist jetzt halt der Ansatz, die Berliner Verfassung mehr oder weniger auf Hamburger Bedürfnisse runterzuschreiben, diese dann halt per Volksbegehren halt dann zur Abstimmung zu stellen und hoffen, dass, weil das Thema ist nicht ganz einfach auf der Straße zu erklären, das muss man sagen, dass wir es dann halt so weit erklären können, dass der Bürger es versteht, weil wenn er es versteht, sind wir fest davon überzeugt tatsächlich, dass das mehrheitlich auf jeden Fall auch angenommen werden würde. Das ist auch übrigens eine tolle, Statistik aus Sicht der direkten Demokratie. Alle Bürgerbegehren, die in Hamburg tatsächlich eingeführt worden oder abgehalten worden sind, sind grundsätzlich immer mit 70-80% für die Bürger tatsächlich abgestimmt worden. So, also wir haben tatsächlich den Effekt, dass wenn sich Bürger stark machen, sie partizipieren, dass die Leute das aufnehmen, dass die Leute sich meistens sehr solidarisch zeigen und meistens mit überwältigenden Mehrheiten tatsächlich dann auch der Vorlage der Bürger folgen und nicht dem, was die herrschende Politik, also die repräsentative Demokratie an der Stelle halt vermitteln will, sondern halt, wie gesagt, da eher den Bürgern vertraut, was auch die ganz große Sorge ist. Wir haben momentan auch noch, das ist noch zum Abschluss, das Problem, dass dieses tolle Instrument des Bürgerbegehrens in Hamburg momentan versucht wird, stark zu beschnitten werden, zu werden. Sie wollen Bausachen und sowas, also was elementar für Bürgerbegehren ist, raustrennen. Also sie wollen sagen, du kannst für alles ein Bürgerbegehren abhalten, aber für die unangenehmen Felder, sowas wie Bau, sonst was, da dürfen keine Bürgerbegehren mehr sein. Dementsprechend wollen wir das da irgendwie novellieren an der Stelle. Da treten wir natürlich auch stark und extrem gegen an. Und was auch noch halt ist, dass aktiv über Quoren diskutiert wird, soll heißen, dass man völlig unrealistische Quoren halt setzen will. Irgendwie, es müssen sich 50% an der Wahl dann beteiligen, was dann natürlich von vornherein ein Ausschlusskriterium ist und man somit dann ja, direkte Demokratie der Lächerlichkeit preisgibt. Was deutschlandweit ich immer noch ganz interessant finde, so als Schlussstatement, ich glaube, SPD, Grüne, FDP und auch die Linken haben direkte Demokratie tatsächlich schon jetzt in ihren Grundsatzprogrammen drinstehen. Wir könnten es tatsächlich irgendwie auch schon als Gesetzesvorlage verabschieden, dass sowas irgendwie möglich wäre. Haben eine deutliche Mehrheit. Sie machen es nicht und sie treten jetzt im aktuellen Wahlkampf tatsächlich wieder alle an mit der direkten Demokratie. Das ist wirklich sowas von lächerlich und man kann da an der Stelle auch sagen, die haben es gar nicht wirklich vor, weil wenn sie es vorgehabt hätten, hätten sie es in den letzten 4 Jahren schon irgendwie locker umsetzen können, auf jeden Fall. Gut.